Hallo? Hallo, sind da Menschen? Hallo? Da, Pjotl, schnell wieder eine Copy-Paste-Nachricht geschrieben. Pjotl, das kenne ich doch. Und Chan, Köpeli, guck mal, das sind ja alles Teletuser. Kenne ich ja alle, ne? Also, kenne ich ja alle schon persönlich fast. Die Burschen. Also, die Menschen wollten heute angeln gehen. Tja, frag mich nicht, warum. Ich bin nicht der Oberangelmeister. Ich habe gerade schon so ein bisschen vorgeangelt und jetzt habe ich mir einen Blinker gekauft und habe da Gewichte reingemacht, weil da stand, das muss 7 Gramm haben oder so. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ninja Fighter ist da. Alle Menschen sind da. Alan Abdul Haram ist da. Harman? Kann ich nicht lesen. Ist zu schnell. Ist zu schnell. Goblin Staub. Bei mir zieht es immer so ein bisschen nach. Deswegen flitzt es immer. Ah, Senor Fluffy. Schön, warten wir mal. 18 Menschen sind angeblich da. Nee, nee, das sehe ich aber mehr. Admiral Niveau. Gut, gut geht's. Ich sehe heute vielleicht noch fertiger aus als sonst. Aber im Geiste, Freunde, im Geiste bin ich fit. Mein Körper simuliert merkwürdige Zustände manchmal, das ist einfach so. So, tja, also ich, über 70% der Leute haben gesagt, Kreis, ich will deinen Lachs sehen. Deswegen haben die Leute vielleicht da drauf geklickt, weil das stand, zeig mir deinen Lachs. So hier für die Angelprofis. Ich zeig mal kurz, was ich hab. Eine Standardwinde habe ich, eine Standardangelrute habe ich. Ich habe mir so einen Schwimmer gekauft. Ich weiß nicht, warum jetzt zum Beispiel der hier besser schwimmt als der oder halt eben nicht. Ich schätze, dass ich das für fettere Fische hinterher brauche. Ich habe auch hier so eine, ich wollte mir eine neue Schnur kaufen. $133 kostet die Schnur. Ne, da muss ich aber noch, müssen wir jetzt erstmal fischen gehen. So. Wir gehen an den Betty Lake, da wo die Betty ist. Und dann hauen wir der erstmal einen Haken rein. Ich mag Autos, die auf Kreisverkehren fahren. Naja, so ein Kreisverkehr ist schon, der führt dich, der bringt dich schnell durch den Verkehr. Der macht guten Betrieb. So, siehst heute aber gut aus, findest du? Ja, naja, geht. So, wo gehen wir hin? Darf ich sprinten oder hauen die Fische dann ab? Kriegen die Angst vor meinen Sprintgeräuschen? Oh, ich glaube, wir haben einen Mod da, Freunde, jetzt nichts mehr sagen. So, und schauen wir mal. Ich weiß auf jeden Fall, ich kann die Angel rausschmeißen. So. Wenn du angeln magst, kannst du auch Final Fantasy spielen, weil man dort auch angeln kann. Okay. Ist es denn so, Ich habe hier ein Haar auf der Zunge. Das ist merkwürdig, weil eigentlich habe ich keine eigenen. Oh nein, Tobias ist krank. Tobias, warum? Was hast du? Hast du Streptokokken? Ich hatte letzte Woche Streptokokken. Vielleicht sind die durchs Land gesteppt. Mit ihren Kokken. Weiß man nicht so genau. Heute kann ich auf jeden Fall guten Chat lesen. Ja, ich habe eine lange Route, oder? Und jetzt muss ich warten, bis da einer dran nippelt. Ich habe hier vorhin so ein paar Einstellungen gemacht. Nee, das gibt's nicht auf dem Handy, oder? Keine Ahnung, es gibt 100 Angelspiele auf dem Handy. Das Dinosaurierspiel, was ich gespielt habe, gab's auch auf dem Handy. So, guck mal, Alter, zack. Und jetzt muss ich den hier irgendwie so ranholen, Alter. Okay, und jetzt müssen wir ein bisschen dancen, Alter. Ah, nee, das ist ein kleiner Furzfisch. Ich will gleich an den großen See zu den großen Riesenmonsterfischen. Eine Runde fischen im Kreisverkehr. Okay, ich habe hier die Bremse reingemacht. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Alter, guck mal, wie er abzappelt. Oh, oh. Okay, wieder rausmachen, wieder reinmachen. Und die Geschichte mit den Streptokokken fängt wieder an. Damals, ich habe die große Streptokokkenkrise überlebt. Was ist das? Frösche greifen an. Ich höre ziemlich viele Frösche. Ich sag ja, Alter, die Leute haben Grippe. Marcel hat auch... Steckt euch bitte nicht gegenseitig an. Niest nicht in den Chat, okay? So, guck mal, Alter, jetzt hole ich hier den Fisch ran. Es wird ein dicker Aal oder so.
Nur so als Tipp, was hat er denn geschrieben? Eine Karpfenrute und eine... Alter, guck mal, ich habe eine 3 Kilogramm Regenbogenforelle gefangen. Guck dir das mal an. Das ist... Aber was mache ich jetzt? Freilassen oder verkaufen? Boah, guck mal, ey, ich kriege $60 dafür. $60 für 3 Kilo Regenbogenforelle. Den alten Gino grüßen wie früher. Gino, ich weiß nicht, früher, es waren andere Zeiten. Es waren ganz andere Zeiten. Marcel, Tobias, hört auf damit. Alle schmieren hier ihre Bakterien in den Chat. Alter, guck, er hat auch Sturmfrei, Random Bro geht ab. Ich vertick den, okay? Alter, 3 Kilo, ey, ist doch schon nicht schlecht, oder? Ist das viel? Ist das gut? Hab ich einen guten Fisch gefangen? Oder nicht? War es kein guter Fisch? Ich hole noch einen. Kreis, du brauchst einen Fischereischein. Hab ich. Ich hab den... Rechts von mir kam ein Geräusch. Ich hab den digitalen Oberfischerei-Megaschein. Ich glaub, doch, ihr könnt ja so den Arm... Die Route kommt ja hinten aus mir raus, quasi. Ihr könnt die ja sehen. Das Gute ist, ich kann jetzt hier gucken. Und jetzt habe ich, auf jeden Fall sehe ich auch im Augenwinkel. Yeah, baby. Alter. Ach, John. Der gute John McLean. Donate 2 Euro und sagt guten Abend. So wie immer möchte ich in die Credits. Ja dann, bist du jetzt drin. Außer das Internet stirbt. Okay, guck mal da, es bewegt sich was. Und jetzt, zack. Alter, da habe ich einen. Okay, ja, ich kann mir vorstellen, dass die im Echtleben ein bisschen mehr tänzeln. Man hat natürlich jetzt hier nicht dieselbe Haptik. Ist es gut, dass ich diese Bremse da drin habe, oder muss ich die rausmachen? Ich habe die Bremse auf 5. Das da, was da unten rechts neben mir ist, quasi. Okay, komm. Alter, der will's wissen. Der will... Oh. Ey, guck mal, wie er zappelt. Kann... Alter, was ist mit meiner Rute? Mit meiner Rute stimmt was nicht. Beruhig dich. Meine Rute zappelt. Der gute John McLean, Alter. Kommt jetzt nochmal Need for Speed Payback? Ja, heute aber nicht mehr. Heute werde ich alle Teiche in diesem Spiel durchangeln. Einmal. Und am Ende... werde ich den größten Lachs der Welt fangen. Das ist mein Ziel heute. Alter, ein Schuh wäre natürlich auch nicht schlecht. Okay, Teletuser sagt, lass die Bremse drin. Alles klar. Ich verlasse mich auf euch. Hier gibt es doch bestimmt den einen oder anderen... Ach, oh, toll. Was ist das denn? Was ist das? $12-Fisch. Weg. Okay, warte, ey. Ich wollte mir, glaube ich... Moment. Ich wollte was schauen. Was brauchen wir denn? Was bringt mir, wenn ich einen neuen Haken kaufe? Einen Haken brauche ich doch bestimmt bei großen Megafischen, oder? Was gibt's denn hier für Köder? Guck mal, ich habe hier eine tolle Fliege, ne? 3D-Ansicht. Ich würde gerne die Fliege dreidimensional... Puh, sehr schön pelzige Superfliege. Maggot? Maggot? Brot? Kann ich nicht sehen, wofür... Soll ich mal mit Brot angeln? Kommt dann ein anderer Fisch? Okay, Bremse rausmachen, wenn es rot wird. Trinkst du zur Winterzeit auch mal einen Glühwein? Ja, das könnte allerdings vorkommen. Aber nur einen. Wirklich nur einen. Mit einer Erbse, Alter? Ich glaube, ich bleibe erstmal hier bei dieser Superfliege, oder? Fliege ist ja wohl Hammer. Aber ich habe jetzt $190. Vielleicht kann ich mir... Ne, für Router habe ich keine. Lohnt sich das jetzt, eine Schnur zu kaufen? Ich hätte gerne eine geilere Schnur. Guck mal, die kostet $130. Die hat Ausdauer 90 Kilo, die hat nur 40. Ich will das hier. Ich kaufe das jetzt. So, benutzen. Alter. Okay. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Ich schmeiß mal nach da hinten. Das sind doch Frösche hier, diese Geräusche, oder? Brot für Fische, sagt er. Angle mit Brot. Brot isst jeder Fisch.
Fliegen sind auch sehr lecker, sagen die Leute im Chat. Also ich weiß nicht. Ich habe mir heute eine neue Maus gekauft, weil meine alte Maus war, wenn ich geklickt habe, dann ist teilweise die Maustaste einfach unten geblieben. Und dadurch habe ich halt durchgehend wurde quasi die Maustaste gedrückt. Und das war super ätzend, vor allen Dingen beim Thumbnail machen und Video bearbeiten und durchklicken und so. Und deswegen habe ich mir heute eine wunderschöne, sexy Maus gekauft. Alter, die ist geil, sage ich euch. Ich kann euch jetzt gerade nicht, doch, sie heißt... Das ist eine Rocket Cone Aimo. Oder Aimo? Auf jeden Fall war die geil. Ich habe im Laden meine Hand draufgelegt. Mr. Unbekannt. Unten im Link... im Link ist eine Videobeschreibung, genau. Also in der Videobeschreibung ist ein Link. Dort findest du alle wichtigen Informationen. Muss ich hier vielleicht so ein bisschen rüber? Alter, guck mal, ich habe doch jetzt die Megaschnur. Wieso kann ich die jetzt nicht... Los, zieh! Zieh an dem alten Fisch! Alter, der will's wissen. Kann man auch mit Eisentopf angeln? Das wäre geil, Alter. Dynamit fischen. Aber es ist ja ein Angelsimulator, wobei das eigentlich witzig wäre. Wobei, ich glaube, das ist noch Early Access. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist noch Early Access. Na, oh toll, wieder so eine Forelle hier. Alter Daus. Ich brauche Geld. Steigt runter von euren Mobilfunkrollern und denkt nach. Alter. Nicht vergessen. Mit den sicheren Posen kommst du später in den Himmel. Pisteichen, Haslorn, falscher Pimmel. Der Munich Ritter, 50 Euro für die Kleine. Vielen, vielen Dank. Sie bleiben unterhalb des Äquators, mein Freund. Die gebe ich nicht in Schalke aus. Vielen Dank, Alter. Richtig krass, richtig nice. Danke. Den werde ich auf jeden Fall sehr gut investieren. Wir haben heute ein Cars Duplo Spielding gesehen und sie ist voll durchgedreht und hat gesagt, wow. Aber ich habe hier erstmal nur das Kleine gekauft. Daniel sagt, John the Zombie ist geil. Das war cool, ne? Aber White Dogs, ne, ist kein Gratis-Game. Ist ein Simulator für, boah, ich weiß nicht, ich glaube 20 Euro hat er gekostet. Ey, da zuppelt was. Guck das an, Alter. Hast du es gesehen? Oh, oh. Oh, der will's wissen. Hallo an die Mods, hallo Kai. Schynowski. Ich kann's immer noch nicht, tut mir leid. Schynowski. Eine Raptor Crawl. Tja, ich weiß auch nicht. Ich spiele im Moment sehr viel Simulatorenzeug. Auf Battlefront hatte ich heute keinen Bock. Ich muss den ganzen Tag schon Vorlauf aufnehmen. Das sind alles so actiongeladene Spiele. Nein, die meisten nicht. Aber da ich im Moment sehr, sehr viel zu tun habe, weißt du, jetzt Battlefront, das wäre mir einfach zu aufreibend. Kreis, geh mal auf Hecht. Wie geht man denn auf Hecht? Wie, ja, Star Wars Battlefront 2 finde ich eigentlich ganz geil, ne? Aber, Alter, was ist das hier immer für so Popeldinger? Verkaufen. Wie gehe ich denn... Warte mal, kann ich hier... Köder. Sollen wir mal Brot kaufen? Ist teuer. Ist echt nicht günstig. So, kaufen wir mal. Ich benutze mal Brot. Was ist das? So. Hängt da jetzt Brot an meiner Schnur? Nee, da hängt eine Fliege dran. Wie hänge ich da Brot dran? Hm. Kai, bist du das Problem gewöhnt mit deinem Namen, ja? Okay. Warte, ich schmeiß jetzt erstmal das Ding. Vielleicht schmeißt er danach von alleine Brot. Oder vielleicht haben wir jetzt einen Fliegen-Brot-Mix. Das ist sowieso besser. Was war bisher der größte Fisch? Ich habe gerade 3 Kilo. 3 Kilo auf jeden Fall. Genau, glatt 3 Kilo. Aber wieso ging das Brot jetzt nicht? Muss ich das andere rausmachen? Kannst du mit Kies wieder Battle Royale? Ja, ich denke, das werden wir morgen wahrscheinlich machen. Würstchenblinker? Traditionellen Wurstblinker? Naja, können wir auch machen. Ich höre ja auch Fliegen. Die kann man direkt hier vor Ort fangen. Ich höre es auch links und rechts immer klatschen irgendwie.
Wir können auch gleich Boot fahren. Es gibt eine Karte, auf der kann man Boot fahren, glaube ich. Aber jetzt fange ich erstmal... Kauf mal Erbse. Dynamitangeln. Gibt's das als Köder? Na, guck mal, Alter. Ich habe hier 90 Kilo super Schnur. Nee, ich glaube nicht 90 Kilo. 2 Meter. Was will denn der da unten? Der will sich verziehen. Bremse ist gut, Alter. Alter, die Frösche drehen durch. Ich habe hier einen König gefangen. Ich werde euch nehmen und... Naja, also den Fisch und nicht den König. was soll ich sagen? Moin, du altes Krillenbrötchen, wie geht's dir? Schon ein paar Krabben gepult. Du, nee, Digga. Nur heute Morgen habe ich eine Pfeife gestopft. Ja, dann war ich den ganzen Tag benebelt. Und jetzt sitze ich hier am Deich und versuche hier einen Fisch rauszuholen. Warum kommt denn der jetzt nicht? Guck mal, ich mach so. Und dann... Oh nein, das war zu heftig für den Fisch. Guck dir das an. Aber jetzt hole ich ihn. Jetzt hole ich ihn. Meint ihr, der wird groß? Meint ihr, er wird riesig? Angel in deinem Spalt. Der ist zu trocken. Sind hier so viele Angler dabei? Alter, da, Regenbogenforelle. 33 cm und 3 Kilo. Ja, sicher. Ist ja wie ein Babyarm. Na gut, ein Babyarm ist, glaube ich, nicht so schwer. Bist du aggressiver, du mit dem Blinker oder Wobbler angelst, desto höher ist die Chance auf große Fische. Okay. Steck dein Würstchen in den Teich. Alter. Ich glaube, den verkaufe ich. Der bringt ja richtig Geld, Leute. 30, 60 Mücken. Okay, warte, ich will Brot schmeißen. So, ich will Brot schmeißen. Mach mal die Fliege weg. Ah, warte mal. So, Moment. Köder, Brot. Hab ich, benutzen. Jawohl. So, zack. So, jetzt schmeiß ich mal ein Brot rein. Vielleicht kriegen wir da einen dicken. Gucken, ob das was bringt. Das Klatschen kommt von den beiden seriösen Herren. Hat das Spiel noch jemand? Das geht, glaube ich, Multiplayer. Marvin, ich glaube schon, dass viele Leute angeln. Ich persönlich kenne auch viele Leute, die angeln. Ich selber hatte nie so die Passion fürs Angeln. Aber da kann man sich schon... Deswegen, ich habe ein bisschen Angst, dass das zu kompliziert wird gleich. Dann kommt irgendwas mit, ja, der und der Blinker. Und dann muss dann, da müssen noch irgendwelche Gewichte rein, damit dann du irgendwie merkst, dass da was am Haken ist. Und keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was da noch kommt. Ich werde noch zum Profi-Angler. Dafür sind ja Simulatoren da. Dass ich dann eines Tages stehe ich da und fange Südseefische. Also hier mit dem Brot, das schmeckt keinem, oder? Oh Mann. Manche Leute sind ein bisschen fertig, oder? Angeln ist sau gut. In See wechseln zum Fluss auf Hecht, oder was? Er hat eine Fischereiprüfung gemacht und auch bestanden, aber irgendwie trotzdem nicht wirklich Ahnung vom Angeln. Okay. Benno. Benno sagt ja. Naja gut, ich weiß ja nicht, aber ey, guck mal hier, hier beißt keiner an. Da, guck mal, er springt hier ganz frech und lachsig. Okay, warte. Ich hol das mal wieder rein hier. Das Brot sinkt irgendwie zu tief zu Boden oder so. Guck mal, Vivi hat Angelschein gemacht. Und heute bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Heute wird hier entspannt am See geangelt. Gut, Angeln ist generell so eine Geduldsprüfung, oder? Ich glaube, Angeln ist auch was, ja, du kannst beim Angeln so, naja, du kannst über viele Dinge im Leben klar werden, ja? Es ist so ein geduldiges Ding. Natürlich nutzen es viele alte Herren aus, zumindest aus meiner Erfahrung, betrinken sich viele Leute dabei irgendwie und, es gibt aber durchaus sehr sportliche Menschen, die das, auf wieder einem anderen Level führen, aber trotzdem treffen sich oft sehr viele Herren gemeinsam, um zu zelebrieren.
und nehmen das, weiß ich nicht, und sitzen dann irgendwann betrunken mit einem Radio an irgendeiner Pfütze und halten einen Stock rein. Wenn ihr versteht, was ich meine. Hey Leute, guck mal, Alter, das Brot will doch keiner haben, oder? Ein 87er Zander, was ist denn 87? Von der Länge her oder Kilo? Keine Ahnung, was so ein Zander wiegt. Ich kenne Frank Zander. Vielleicht hast du Frank Zander gefangen. Okay, warte mal, welches Level habe ich denn? Kann ich... Guck mal, ich habe Stufe 4 und 112 Dollar. Wir könnten... Ich gehe mal in den... Ich ziehe mal eben meine Route wieder aus dem Wasser. Er holt sich immer den Fisch aus dem Lidl. So, warte, die wollen mein altes Brot hier nämlich nicht. Fähigkeiten. Ach, guck mal, kleinere Preise im Shop. Kraft beim Auswurf, 30%. Oh! Hab ich mich erschrocken, Alter. Petri Heil, Alter, Sir Yoga, 15 Euro, vielen, vielen Dank. Petri Heil. Das ist, darf man sowas sagen? Ja doch, ne? Das ist der offizielle Gruß, oder nicht? Ausrüstung, wie komme ich denn zur Karte? Ich gehe mal zur Karte. Wir müssen zur Karte. Länge, schreibt er. So. Guck mal, der Powell Lake. Können wir schon woanders hin noch? Zum Baikalsee. Da können wir Barsche angeln. Okay, aber wir können hier auch. Guck mal, Forellenbarsch, Schwarzbarsch, Blaubarsch. Alter, der Blaubarschbube. So, dann kaufe ich mir mal hier eine Lizenz. Guck mal, Leute, hier, lokal, Multiplayer, ne? Also, wenn einer hat. So, kaufen wir uns mal eine Lizenz und dann gehen wir mal. Teletuser mag keinen Fisch. Ganz ehrlich, ich bin absolut kein Fischesser. Überhaupt nicht. Mein Frauchen ist ein sehr, wie sagt man, passionierter Fischmensch. Keine Ahnung, sie isst auf jeden Fall sehr, sehr gerne Fisch. Und ich gar nicht. Durch Connor mit Fisch kann ich gar nicht so viel anfangen. Mal hier so ein paniertes Filet-Ding zwischendurch, also so ein großes Fischstäbchen quasi. Der Gegenspruch ist Petri Dank, sagt man wirklich? Petri Dank, muss ich dann heute immer sagen. Ich arbeite zurzeit an ein paar Weihnachts-Dezember-Spenden-Sounds. Für so ein paar günstige Dinger, damit man es zu Weihnachten mal klimpern lassen kann. Ach, genau, die Bootlizenz. Die habe ich nämlich schon mal gekauft. Aber wir können auch hier angeln. Da steht auch ein Boot. Kann ich nicht einfach hier was ins Wasser schmeißen? Ich glaube, ich schalte erstmal wieder auf meine... Hier, Alter, Fliege ist doch geil, oder nicht? Was gibt's denn hier unten? Was ist das denn? Ein Wachswurm. 17 Dollar. Alter, eine Libelle und ein Grashüpfer. Was, sowas fressen die? Mais? Ich kaufe mal hier eine Made. So. Jetzt hängen wir mal eine Made drauf. So. Sollen wir Boot fahren? Mr. Unbekannt, wenn du unbedingt möchtest, kannst du es gerne tun. Oh, ich würde dich an nichts daran... nichts würde dich daran hindern. Von meiner Seite aus. Ey, war das ein Radar? War das auf dem Radar Fisch oder Mensch? Wir fahren mit dem Motorboot. Und das ist ganz schön laut. Da fliegen mir die Ohren weg. Und ich bin keine Braut. Aha, aha. Was geht hier ab, Alter? Wir machen hier so ein Mafia-70er-Jahre-Bootsgeschäft. Alles klar? Okay, ich habe nichts gesehen. Schmeißen Sie den Koffer einfach rüber. So, wie kann ich... Warum zeigt mir das Radar hier nichts mehr an? Hier war doch mal was vorhin. Oder habe ich die Fische jetzt verscheucht, weil ich da hingefahren bin? Okay, warte, ich schmeiß mal einfach meine Route da ins Wasser. So, mit meiner Made dran kann auch eigentlich nichts mehr passieren. Schauen wir mal. Also Leute, 3 Kilo ist für heute bis jetzt der Rekord. 22 Meter. Es wäre geil, wenn man seine Route hier noch so befestigen kann. Es kommt auch noch mehr Kram, das ist noch längst nicht alles anscheinend hier.
Es kommt auch irgendwann, habe ich gesehen im Trailer, kommt auch so Eisfischen und so ein Zeug. Da musst du halt irgendwie erst Löcher bohren im Boden. Und ich glaube, das ist aber jetzt noch nicht drin im Spiel. Okay, Fische ernähren sich von diesen Larven. Nichts beißt. Mein Schwimmer ist zu tight oder so. Was ist denn Deepwater Horizon? Ist das ein Film? Ein Angelfilm? Alles ist tot, oder? Okay, warte, ich ziehe es mal hier rein. Einen kleinen Haken. Aber es ist auch ein bisschen strange, dass er mit dieser Angel immer so rumläuft und der Haken hier so dranhängt. Huh? Was ist passiert? Oh, da! Moment, was heißt das jetzt? Ist das jetzt hier vorne am Boot quasi? Also da irgendwo. Okay, da sind Fische! Da sind Fische! Aussteigen. Irgendwo da muss ein Fisch sein. Oh, werfe ich den da hinten schon auf Land? Nee. Oh! Alter, Denki 05! Denki 05, das Beste am Angeln ist, dass Fische einfach nicht reden. Du hast die vollkommene Ruhe. Ja gut, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube schon, dass das manchmal sehr, dass es ein sehr entspannendes Ritual ist. Ich habe auch so Videos gesehen, wo so Typen hinten auf so einem Boot sitzen, angeschnallt in so Stühle und irgendwelche monströsen Monsterfische jagen und aus diesem Stuhl rausgerissen werden teilweise. Und das ist dann, glaube ich, nicht mehr unbedingt das, also wofür viele Menschen dann das Angeln an sich nutzen. Ich glaube, ich nehme Fliege, oder? Ob man irgendwann Wale fangen kann? Ich weiß nicht. Oh! Da ist was. Er mochte meine Made. Er mochte meine Made. Ja. Was bedeutet dieses 06, 07, 08? Ist das die Tiefe? Wie tief der ist? Unter Wasser oder was? Oh, ich muss mal die Bremse reinmachen, so ein bisschen. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen mit ihm tanzen. Okay, okay. Okay, der will es echt wissen. Bremse ein bisschen lockern. Jetzt wieder rein. Alter. Der will es aber echt wissen. Ach so, 1, 2, 3, 4. Ich schaue heute mal nach dem Stream, wenn ich es nicht wieder vergesse oder verdränge aus Versehen. Das ist, wie gesagt, keine Absicht. Ich denke mir nicht, ah, drauf geschissen. Aber ich vergesse es und dann gehe ich wieder runter, weißt du, mach mir ein Brot und dann mache ich irgendwie andere Dinge. Zack, dann sitzt du kurz vorm Fernseher und schon hast du dann einen Schädel, wenn du dann einmal runtergefahren bist abends. Dann bist du halt einmal runtergefahren, so. Dann am nächsten Tag stehst du auf, dann machst du deinen Standardkram. Kindergarten, Arbeit, zu Hause, aufnehmen. Oh, oh, guckt euch das an. Alter, Schwarzbarsch, 37 Zentimeter, 3 Kilo. Hm. Schmeiße ich den weg oder, freilassen? Dann könnte ich ihn nochmal angeln. Und dann könnte ich die Erfahrung sammeln und dann kämen wir schon auf die nächste Insel. Allerdings müsste ich trotzdem, ich muss Geld machen. Ich muss Geld machen, es tut mir leid. Okay, hier war doch noch irgendwo einer da, oder? Irgendwo wurde mein Sonar getriggert. Platsch. 25 Meter, wenn ich volle Auswurf habe. Stell die Tiefe beim nächsten Mal auf 2 bis 3 Meter. Okay. Beim nächsten Wurf, okay? Ein Flussmonster aufs D-Max. Ja, Alter, ich weiß nicht, da gibt es auch diesen Typen. Boah, ey, der fängt, weiß ich nicht, der geht da irgendwo hin.
weiß ich nicht, was da für Fische abhängen, Alter. Das kann doch nicht sein. Das muss doch fürs Fernsehen. Das sind doch irgendwelche bionischen Roboterfische. Das kann doch überhaupt nicht sein. Alter, was die für Fische aus dem Wasser ziehen, Alter, bei dieser Flussmonster-Dings. Das ist so heftig. Shadow of Moon kommt wieder. Meine zwei komischen Tiere wollen mehr Aufmerksamkeit. Komische Tiere. Ja, da vergisst man schon mal das eine oder andere. Wie gesagt, das mache ich nicht mit Absicht. Okay. Und jetzt... Boah. Alter. Oh. Oh, der ist frech. Der ist frech. Das ist ein kleiner Frecher. Ah, kleine Zappelige. Aber ich habe deinen Vater schon aus dem Wasser geholt. Also hole ich auch dich. Dr. Yes, wäre gerne ein Fisch in dem Spiel. Dann könntest du kurz mein doofes Gesicht sehen, wenn ich dich aus dem Wasser ziehe. Oh, oh. Okay, okay. Glück gehabt. Oh, oh. Da wollte der mich veräppeln hier. Ich wusste jetzt nicht, ob ich hochdrehen muss für Bremse runter. Ich mal eben gucken. Okay, nee, hoch für hoch. Okay. Angelt hier überhaupt jemand als Hobby an? Anscheinend, anscheinend schon. Oh, oh. Das wollte ich jetzt gar nicht, aber ich habe rechte Maustaste gedrückt. So, jetzt holen wir ihn aber. Jetzt, er ist schwach, er ist schwach. Schon wieder 37 cm Schwarzbarsch, Alter. So viel Erfahrung gibt er jetzt auch nicht mehr. Freilassen. Ich wollte hier gucken. Skill Points Stufe 4 sind wir jetzt. Ich muss Stufe 5 werden. Ach, egal, ich vertick den. Ich brauche Kohle. Wir brauchen neues Equipment. Wie viel Geld habe ich jetzt überhaupt? 186. Schau mal, ob ich hier noch irgendwas finde. Was war das? Was habe ich da ins Wasser geworfen? Wozu war das? Ein Stein? Das ist nicht wirklich sinnvoll mit der größeren Tiefe, weil nämlich die großen Fische meistens im tieferen Wasser sich aufhalten. Ja, aber da, ich will ja zu den großen Fischen hin. Also das Dynamitfischen wurde heute schon häufiger angeboten. Wegen Schwarzbarsch, ich weiß nicht. Oh, oh, ich will nicht ins Wasser, ich will nicht ins Wasser fallen. Wie kann ich denn? Ah. Da soll ein Fisch sein? Hier soll ein Fisch sein. Okay. Oh. Okay, okay. Irgendwo hier ist ein Fisch. Im Hafenbecken. So, lassen wir doch mal baumeln hier, ne? Vivi angelt schon, seit du 3 oder 4 bist und hatte schon mal jemanden einen Haken in der Nase hängen oder so. Beim Ausholen, pschu, zack, voll ins Gesicht. Leute, wollt ihr sehen, welche Maus ich mir heute gekauft habe? Ach so, habt ihr ja schon, habe ich ja schon erzählt, ach Gott. Na, im Kreis hast du in echt schon mal geangelt? Nein, nicht wirklich. Die Entenangeln auf dem Jahrmarkt. Das habe ich schon mal gemacht. Und das Entenangeln zu Hause. Und kennt ihr dieses Hippo-Spiel? Wo so ganz viele Bälle auf so einer Plattform rumrollen und man hat so ein Hippo und muss versuchen, die zu fressen. Und wer die meisten Bälle hat, gewinnt. Sowas gab es früher, als ich klein war. Das war toll. Da gab es richtig gute Sachen. Die unsichtbare Flasche. Achso, ich muss sie da hinstellen. Weil sonst kriege ich ein Problem. Ich fange nur die schwarzen Fische und verkaufe sie dann billig. Nee, das ist nicht billig, die sind voll teuer. Zeig mal deine Maus. Aber wenn jetzt ein Fisch anbeißt, ja, wie kann ich denn eine Maus zeigen? So sieht die aus. Da wollte ich, aber naja gut. Sie leuchtet gerade sehr unattraktiv vor sich hin, das kann man alles nicht so schön sehen. Vielleicht lade ich ein Instagram-Bild hoch. Also hier ist definitiv die Fischlüge. Oder ich muss wieder mit Fliege angeln.
Ich fresse, also ich wette, die fressen Fliege. Mach eine Rede. Hört mir gut zu, Brüder und Schwestern. Lasst euch nicht vom System unterjochen. Und kauft nur Fliegen. Denn Fliegen sind der beste Köder. Köder. Alter, direkt unter mir muss ein Fisch sein. Und direkt vor mir kann gar kein Fisch sein. Lügen so nah. Lügen so nah. Ich glaube, da war der Fisch. Kann man die Kameraperspektive ändern? Ich bin kein sehr guter Bootfahrer. Kann man hier auch noch irgendwie raus? Oh, ist das laut. Emanuel, ausnahmsweise, also wenn du arbeiten musst morgen, dann bist du entschuldigt. Wenn du morgen arbeiten musst, bist du entschuldigt. Boah, Alter, hier sind ja überall voll die Fische. So. Jetzt muss ich so ungefähr, warte mal, wenn da vorne ist, ja, geht schon. So, und jetzt hau ich der hier, jetzt hau ich mit der Fliege hier mal richtig aufs Wasser. Pass mal auf. Oh. Und rein, bitteschön. Danke, zack. Ja, da könnte ich vielleicht auch ein bisschen tiefer angeln. Aber die reißen mir wahrscheinlich die Angel ab. Wo gilt rechts vor links? Doch nicht auf dem Wasser. Hier herrscht... Das ist freies Angelgewässer. Hier herrschen die Regeln... Die maritimen Gesetze. Echt? Die beißen in die Finger? Wieso tun sie das? Na gut, hätte ich einen Haken in der Lippe und jemand würde in meinem Mund rumspielen, würde ich wahrscheinlich auch in seine Finger beißen, sind wir ganz ehrlich. Ja, ich tippe ja mein Ding rein, aber guck mal, keiner interessiert sich für mein Ding. Ich dachte, jetzt sind hier 145 Riesenfische. Da zittert was. Da zappelt was. Alter. Okay, jetzt habe ich ihn. Den hole ich direkt. Guck mal, der will direkt tanzen, aber ich bin zu nah dran. Ich bin zu nah dran. Los, spring einer ins Wasser und hol ihn. Dann brauchen wir nicht reinziehen. Schieß mit dem Luftgewehr drauf. Oh, ich glaube, der kann nichts, der kleine Fisch hier. Ach, guck mal, wie süß. Der soll 1,2 Kilo wiegen. Nee. Nein, nein, nein. Der wiegt doch kein Kilo. Was bist denn du für ein Fisch? Der andere war fünfmal so groß. Und hat nur 3 Kilo gewogen. Echt, wir könnten einfach das Wasser aus dem See entfernen. Tut mir leid, du bist so mickrig. Ich werde dich verkaufen. 1,2 Kilo. Psst. Ein Garados. Ach so, der Stein, den ich geworfen habe, ist zum Anfüttern. Okay, aber wie geht das? Also... Mögen Fische Steine? Gut, ich denke, das soll irgendwie Brot simulieren oder so. Ich habe gerade irgendwo wieder einen Springen hören. Die springen um mich herum. Komm, ich will so einen richtigen Wemser. Ey, da unten, ich sehe sogar einen direkt vor meiner Nase. Schwimmt er da? Rechts von der Route. Los, Fischi, Fischi, Fischi. Komm, Fischi, Fischi, Fischi. Ja, er schwimmt in die richtige Richtung. Er schwimmt schon in die richtige Richtung. Bisschen nach links. Hol dir den Köder. Aslak Fidizzle macht auch den Fischerkurs. Mach keine Fehler. Was denn, Teletuser? Das war doch der Megafisch. Oh! Ich hab einen dicken Fisch, warte! Crazy Killer!
Crazy Killer 45 hat gesagt, na Kreis, meinst du, kannst du meinen Namen nochmal aussprechen? Wieso? Natürlich, Crazy Killer. Aber ich musste mir gerade voll hart das Niesen unterdrücken. Dann hat ein Fisch angebissen. Ist das wieder hier so ein Popel? Alter, jetzt geht's aber los, Leute. 21 Uhr. Guck mal, ey, er tanzt mit mir. Er tanzt. Das wird ein Riesending. Oh Gott. Haha, 10 Zentimeter und 1,2 Kilo. Was ist das denn, Alter? Das ist mein Geburtsgewicht. Alter, Dirk. Dirk T., dein Song wird gleich kommen. Dann bist du aufgenommen. Erst wenn der Ritual-Song gelaufen ist, jetzt kommt er. Du und ich und sie treiben gleichzeitig du und ich und du machen gleichzeitig Liebe, Baby. Hä? Was ist jetzt passiert? Ich wollte in mein Boot steigen und... Ist er abgehauen, oder was? Dirk T., vielen, vielen Dank. Das war das Rituallied für dich. Du bist aufgenommen in den ewigen Banden des Kreisels und seinem Verkehr, seiner Verkehrsgesellschaft. Sind wir eine Verkehrsgesellschaft? Prinzipiell schon. Oh, da oben sind welche. Alter, hier. So, hier muss doch... Alter, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Das ist aber jetzt nicht so geil. Das ist eher ungeil. So, hier vorne müsste irgendwo auf jeden Fall jetzt ein Fisch rumjammen. War das jetzt klug? Ich glaube nicht. Oh, ist aber eine schöne Atmosphäre hier mit dem Regen. Das mag ich. So, und hängen wir mal rein. Dirk T. fühlt sich geehrt. Wir ziehen unsere digitalen Hüte vor dir und heißen dich im Chat willkommen. Mach dich frei. McLean holt das Paddel raus. Die Würmer sind so eklig. Ich finde generell, ich weiß nicht, mich reizt am Angeln dieser Reiz wie jetzt hier, dass man sagt, okay, ich will einen noch größeren, noch fetteren Fisch. Dieses, was aus irgendeinem Grund in uns Menschen reingeboren wurde. Ja, das, und halt so dieser... Sag mal, dieser Aspekt, dieser Fight zwischen Fisch und Angler. Aber, ich finde auch Angeln an sich dann, wie den Fisch danach totkloppen, kannst du vergessen, Alter. So ein Kack. Kann ich gar nicht. Also so, da würde ich schon durchdrehen. Und dann halt irgendwie so Würmer halt drauf auf so einen Haken spießen und maden und weiß ich nicht, bin ich vielleicht eine Sissi, ein Sissifuß. Aber das ist halt alles irgendwie nichts für mich. So, das ist keine Ahnung. Da mache ich es hier digital. Schön reinhängen. Tja, läuft wieder nichts in der Glotze. Ist doch Freitagabend. Müssten da nicht die Highlights laufen? Na komm, jetzt mal raus. Da, was ist denn das? Oh! Oh, neuer Fisch. Blaubarsch. 20 Zentimeter... Guck mal, der Blaubarsch, der soll 1,6 Kilo wiegen. Und dieser kleine Fidisselfisch, den ich da gerade gefunden habe, den kannst du auf meine Handfläche so, ne? Der wird nicht mal die Finger berühren. Der geht vom Handgelenk vielleicht bis zu den Fingern. Und der soll 1,2 gehabt haben. Finde ich ein bisschen overdosed. Oh, ich habe wieder das Bällchen geschmissen. Aber irgendwo hier... Na gut, das ist vielleicht der, den ich habe freigelassen, hä? Wo sind die dicken Blaubarsche? Zeig sie mir doch bitte. Ich hätte gerne einen großen. So, das ist jetzt quasi vorne. Also schwimmt hier auch irgendwo was rum. Okay, kann ich dieses Ding dann einstellen, dass es tiefer geht? Ist das dann schlau oder nicht? Wir können es ja einfach ausprobieren, kann nicht schaden. Da 103. Weiß nicht, machen wir mal 160. Dass das dann cooler ist.
Vielleicht krieg ich da einen fetteren. Vielleicht krieg ich da einen fetteren. Dirk sagt, es hat nach Monaten geklappt. Endlich. Endlich. Bei Regen beißen die Fische besser, ist im Real Life so. Ja, vielleicht, weil die durch die Tropfen denken, oder weil die ganzen Insekten runtergedrückt werden aufs Wasser oder so und sie dann dort ein... Kann ich jetzt auch Steine werfen? Nee, kann ich nicht. Okay, egal, wir halten ihn mal rein, wir warten mal ab, mal schauen. Hier brauche ich nicht speichern, Tuser, das geht hier alles von ganz alleine. Ach so, du guckst noch ein anderes Video, überlegst dir einen Spruch und kommst dann wieder. Okay, okay, Karottengamer, sehr gut. Dürfen wir Karotte sagen? Also, es ist natürlich noch ein bisschen... Ich habe ihn jetzt tiefer drin hängen. Jetzt nur die Frage, ob auf der Tiefe auch ein Fisch wohnt, der sagt, ach, guck mal, da hängt eine Fliege vor meinem Haus. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Du, Elsa, hast du das gesehen? Was ist denn? Da hängt eine Fliege vorm Haus. Das ist ja der Wahnsinn. Soll ich mal reinbeißen? Ja, mal, ja, test es mal aus. Und dann sagst du Bescheid, gell? Ob die Fische sich so unterhalten? Bestimmt, oder? Ach so, wegen Sauerstoff. Okay, alles klar. Stanislav kennt sich aus. Das ist ein Fischer. Der kennt sich aus. Lukas Karkuber kennt sich nicht so gut aus, aber will sich gut auskennen. Da siehst du, wenn man schon so nach Hause fahren muss und irgend so ein... Der Panda Bangery, was? YouTube? Ist ein großer Fan, vielen Dank dafür. Ja, wir haben harte Zombie-Gameplays. Eigentlich wollten wir morgen aufnehmen, aber ich glaube, morgen schaffen wir es nicht. Aber Sonntag, ich glaube Sonntag stehen die Chancen gut, dass wir uns wieder zu einem Zombie-Gerangel herablassen. Okay, ich muss denken wie der Fisch. Ich muss fühlen wie der Fisch. Und ich muss im Sonar gucken, wo der Fisch ist. So, wie kann ich denn schneller kurbeln? Hier. Ne, bremse mal raus. Guck mal, wir kriegen das schon hin. Das ist eine Passion bei mir. Ich kann mir schon vorstellen, dass dieses... Also ich kenne auch wirklich Leute, die sind dermaßen angelaffin, ja. Weil da gibt es halt auch so viel, womit man sich ausprobieren und spielen kann. Das ist ja eine Wissenschaft für sich irgendwie, ne? Wie ich schon gesagt habe, da hast du dann hier einen Blinker da, mal das. Da brauchst du die und die Schnur für den und den Fisch. Und da gibt es so Locations. Ich habe mal wegen, weil wir in Kroatien im Urlaub waren, habe ich einfach nur mal wegen Kroatien so geguckt, ob da... irgendwelche Leute in irgendwelchen Foren sich halt irgendwie unterhalten und sagen, ja, geh mal dahin oder geh mal dahin, das ist cool. So Geheimtipps und so. Die meisten Leute haben sich übers Angeln unterhalten. Jetzt ist er wieder weg. Ich mag das nicht, wenn die vom Radar verschwinden. Und heute ist der Chat ein bisschen ruhiger. Soll ich den Chat mal ein bisschen antreiben? Wie alt seid ihr denn alle so ungefähr? Ich brauche das für meine Statistik. So, viel Spaß an die Moderatoren. Vielen Dank für eure gute Arbeit jeden Tag. Ihr macht das richtig, ihr macht das gut. Ey, ich will meine Route hier irgendwo auswerfen, aber es gibt einfach keinen Platz, wo ein dicker Aal ist. So, ich glaube, hier vorne wird es einen dicken Aal geben. Kann ich springen? Ah, ich kann von hier vorne angeln. Sehr gut. Und ab dafür. Jetzt aber ab dafür. So, seht ihr? Und jetzt bewegt sich der Chat. Ja, ich glaube, Gabba Gandalf, ich verscheuche die, glaube ich, mit dem Boot. Alter, guck mal, das sind ja alles alte Menschen hier. Alles alte Menschen. Leute, da bin ich ja froh, dass ich hier nicht der einzige alte Mann bin.
Aber erstmal so für zwischendurch, ja. Trotzdem vielen Dank, dass ihr es bis hierhin überhaupt geschafft und überlebt habt. Hupala. Ich weiß, viele werden heute schnell wieder abspringen und sagen, oh mein Gott, Kreis, was ist das? Spielst den Angelsimulator. Aber nun mal, er hat die große Umfrage gewonnen. Die Leute wollten ihn sehen. Und ich sag euch, wir werden den riesengroßen, größten Monsterfisch fangen, den die Welt je gesehen hat. Und wenn alles schief läuft, habe ich immer noch meine Einhornpuschen, die ich anziehen kann. Oh, 3 Kilo Schwarzbarsch. Guck mal, das ist ein Fisch. Junge. Endlich mal wieder ein richtiger Erfolg. Nein, was ist das hier? Grafikeinstellungen. Alles hoch, volle Kanne. Ich wollte mein Level gucken. Erfahrung. Okay, dann hau ich den für Erfahrung raus. Ja, wir brauchen noch einen. Dann kann ich nämlich schon ins nächste Level. Bist du noch bei Sinnen? Du musst blinkern. Du musst blinkern? Vater Crackpulli ist so müde. Dann schlaf gut, Vater Crackpulli. Man muss auch mal an Freitagabenden ein entspanntes und ruhiges Leben führen. Es gibt eine Gegend, da springen Fische in Boote? Achso, das habe ich, glaube ich, auch mal gesehen. Zumindest so ein lustiges Video, wie irgendwem der Fisch voll in die Fresse springt und dann zappeln die ja so schön. Der kriegt richtig eine gewatscht. Der kriegt richtig einen reingehauen. Nimm mal einen 25 Gramm Blinker. Welches Pokémon ich gerne in echt hätte. Also ein Glurak hätte ich nicht gerne in echt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, so ein Glurak, so generell bei diesen Feuer-Pokémon wäre ich halt vorsichtig. Ja, die sind mal, weißt du, so einem Hund, den kneifst du im Nacken und dann ist ruhig, weißt du so. Aber so ein Glurak, wenn du den Aggro machst und der spurzelt dir da irgendwie ins Gesicht. War da gerade was? War da gerade was? Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Und der sprinkelt dir dann ins Gesicht. Also bei so Pokémon wäre ich generell sehr vorsichtig. Elektro-Pokémon sowieso nicht. Ja, wenn du da irgendwie Probleme mit dem Blutdruck hast oder so, da kannst du dann schon mal Probleme bekommen. Wasser-Pokémon, ich weiß nicht. Hattest du mal einen Wasserschaden im Haus? Das dauert ewig. Bist du da? Vielleicht so ein Feen-Pokémon oder so. Ein Fisch, der Bockfurzen gibt, ja. Ob ich Prestige gesehen habe? Nee. Mit Keystore Fortnite bitte. Schreiben die Leute. Ich mutiere hier noch zum Simulator-Guy, das sage ich euch. Die könnten dir die Fische grillen. Petri Kreis. Das neue Merchandise, Petri Kreis. Das reimt sich. Und das ist verdammt heiß. Okay, doch, da sind noch welche. Da sind noch welche. Ich habe Fische auf dem Radar immer noch. Vielleicht das Ding mal wieder nicht so tief machen. Ich hatte das Gefühl, dass es damit irgendwie besser lief. Oh, ein Pummelhof wäre cool. Gengar? Meinst du hier so... Ja, ich weiß nicht. Gengar wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich meine, was... Wir müssen das so ein bisschen abwägen. Was wäre denn, ja, wenn du Glurak hast, kannst du fliegen. Das könntest du aber mit einem Tauboss zum Beispiel ja dann auch. Und das wäre vielleicht nicht ganz so gefährlich. Für einen Tauboss könntest du... Ja gut, es kommt drauf an. Der hat auch krasse Moves. Also müsste man überlegen, was am meisten Sinn machen würde. Was wäre überhaupt als Pokémon erstmal haltbar? Ja, also... Ich weiß ja nicht.
gehen wir davon aus, nehmen wir die Balltheorie, also bleiben wir bei Pokebällen. Das heißt, können wir sie jederzeit kontrolliert in einen Ball bringen? Und ist die Frage, wird das Pokémon irgendwann vielleicht so intelligent, dass es sich sagt, ich will gar nicht mehr in diesem Ball leben? Warum soll ich in dem Ball leben? Warum lebst du nicht in dem Ball? Und dann hätten wir ein Problem. Ja, was? Dann wollen die Pokémon uns unterjochen. Bei dir ist Werbung für BVG, ich will kein Busfahrer werden. Wieso nicht? Es gibt weitaus schlimmere Jobs, als Bus zu fahren. Mogelbaum. Ich glaube, ich hätte gerne einen wohin genau. Ein wohin genau fände ich gar nicht so schlecht. Und dann kaufe ich mir nämlich einen wohin genau und dann guck mal da. Und dann hören die nie wieder auf zu reden. Weil immer wenn der eine sagt, guck mal da, sagt der andere, wohin genau. Und dann sagt er wieder, guck mal da. Und zack, 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 zack. Und schon, tada. Pjotl sagt, es gibt nur 151 Pokémon. Das sind die einzig echten, wahren Pokémon. Kreis, du hast einen Ball für sie, was? Und sie sind wie Hunde, also werden sie nicht schlauer sozusagen. Was? Ach ey, ich muss hier noch Futter reinwerfen, dann kommen die, ne? Jetzt wurde es gerade sagst. Da 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 da. Busfahrerautomatik. Ich wollte nicht Bus fahren. Achso, ich habe R gedrückt. Ich wollte Boot fahren, nicht Bus. Ich wollte was reinwerfen. Nom 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 nom. Ja kommen die Fische. Ja kommen die Fische. Ich will fangen. So, jetzt der Papa hat die Leine draußen, Freunde. Beißt. Beißt an. John McClane, siehst du, die hören das Ding. YouTube fängt diesen Stream ab. Wir reden über Pokémon, zack, kommt Pokémon-Werbung. Sie sagen, oh, okay, Zielgruppe ist da. Ach so, und Benno war in russischen Bäckereien. Mal abgesehen davon, dass dieselben Maschinen nutzen, weil nur einen Hersteller. Machen die komplett anderes Zeug als wir. Na gut, ich denke, dass sich da die Backkultur wesentlich anders verändert hat. Vielleicht. Aber haben die nicht auch bestimmt die, haben die, ja ich weiß nicht, die deutsche Brotkunst wird ja weltweit immer sehr hoch angepriesen. Aber ich glaube, die Russen können bestimmt auch ein gutes Brot machen. Du hast für die Pokémon einen Pokéball und sie werden nicht sagen, du wohnst jetzt im Ball. Das weißt du ja gar nicht. Stell dir mal vor, du hast irgendwie so ein Psycho-Pokémon, das wird auf einmal voll schlau und findet raus, dass, dass du irgendwie eigentlich ja auch der sein könntest, der im Ball leben muss. Nee, Relaxus ist zu gefährlich. Relaxus ist zu gefährlich. Das kullert ja einmal gegen Haus. Das ist, als würde es einen Elefant halten. Okay, Stanislav! Stanislav, es hat geklappt, ich muss nicht mehr. Okay, okay. Boah, ey, der geht aber echt weit runter. Der geht ja auf 2 Meter fast da. Was will der da unten? Was will der in dieser Tiefe? Ich zieh den einfach mal so ein bisschen hier rüber. Ja, ja, so, guck mal, ich zieh mal hier. Den mache ich jetzt müde, den Burschen. Komm, komm, komm. Oh ja, ja. Konzentration, Konzentration. Es hat lange gedauert, bis der geknuspert hat. Aber dann hat er sich die fleischige kleine Fliege doch gegönnt. Ah. Ich glaube, jetzt haben wir ihn. Der will nicht viel tanzen. Der kann nicht mehr viel tanzen. Hoppala, hoppala.
Ja, das sieht doch schon wieder aus nach einem Schwarzbarsch. Das könnte derselbe sein. Wie weit sind jetzt meine Fähigkeiten? Wir sind Stufe 5. Okay. Das heißt, wir können... ich verkaufe den mal. Oh, der Hardcore-Gamer, er lächelt wieder zurück in die Wohnung. Wie kann ich auf eine neue Insel? Hier. Der Ultimate Fishing Simulator. So, wir könnten hier, könnten wir fischen gehen. Hier noch nicht. Dafür müssen wir Stufe 9 sein und brauchen 100 Dollar. Na, ich hole mal eine Lizenz. Ich werde Busfahrer und sterbe nicht allein. Zombies. Aber ja, ich kann jetzt nicht alleine Zombies spielen. Wann Keith Shaw Facecam macht, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich nie. Wahrscheinlich never ever. Ist einfach nicht so für ihn. Alter, was ist das für ein Geräusch hier? Was ist das für ein merkwürdiges Geräusch? Ist das von dem Boot hier? Oh, krass, Alter. YOLO! Alter, was geht denn hier ab? Hier scheint eine richtige Party zu sein. Das hängt. So. Alter, irgendwas macht hier voll die Geräusche. Ich muss gleich mal an der Sound Einstellung. Kreis angelt sich die Klicks. Das wäre ein guter Titel gewesen. Ja, okay. Also wenn die Pokémon wirklich unsere Freunde wären und wir sie uns wirklich halten könnten und die Möglichkeit bestünde, dass sie uns nicht zerreißen wollen und die Weltherrschaft an sich reißen möchten, dann dann hätte ich aber gerne ich überlege, es gibt so viele, aber ich hätte vielleicht gerne das, was aussieht wie ein Eis. Gelatini oder Gelato oder ich weiß nicht genau. Das wäre zum Beispiel geil. Ey, guck mal da, ich sehe ihn doch um meinen Köder rumtanzen da vorne. Komm schon, schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Alter, guck, der springt da raus, um mich zu... disrespekten. Na komm jetzt, da ist doch einer. Ich sehe dich doch. Guck, wie er tanzt. Der Krümel. Okay, warte. Das ist ja... Ich weiß gar nicht, wie tief die hier sind. Erstmal mache ich hier Optionen. Dieses komische Geräusch. Okay, das... Was ist das? Ich kann es gar nicht ausmachen. Oh Gott. Warte mal, dann mache ich es hier lauter.
Lautstärke Mixer. Oh. Das dröhnt mir nämlich so hart auf den Ohren. Ich weiß nicht, was das ist. So, Spiel wieder aufnehmen. Am besten Bisaflor als Zimmerpflanze. Bisaflor wäre cool. Nee, aber ich hätte halt gern... Oder das, was aussieht wie ein Kerzenständer. Das ist auch cool. Habe ich keine Fliegen mehr? Na komm, da kaufe ich mal ein paar Fliegen. Ich habe gar keinen Köder. Benutzen. Jawohl. War gar kein Köder dran, oder was? Dann haben die sich ja meinen Schwimmer nur blöd angeschaut. Gelatini? Heißt es so? Aslak für Dizzle. Ich weiß nicht, ich habe den Song nicht gehört und kann da irgendwie auch nichts von halten. Weil ich nicht davon ausgehe, dass es qualitativ hochwertige Musik ist, um die sich ein Künstler gekümmert hat, der Musik mag. Sondern ich glaube, dass da einfach ein Promotionszweck, ein reiner Promotionszweck hintersteckt. Kreis will einen Ständer. Kreis kriegt irgendwie keine... Bei mir beißen die nicht. Ja, was mache ich falsch, Leute? Ihr seid doch Angelprofis. Muss ich hier vielleicht ein bisschen... Warte mal, ich kann doch bestimmt... Enzyklopädie. Große Bernsteinmakrele. Was kann ich denn hier... Ich weiß gar nicht, was ich hier fangen kann. Den habe ich schon. Alter. Power Lake. Betty Lake. Die habe ich alle am Betty Lake gefangen. Guck mal, was ist denn hier, Alter? Sowas. Junge, Gabelwels. Warum krieg ich sowas nicht? Maränen. Wo sind die? Forellenbarsch. Flussbarsch. Der Spot hier ist mir zu doof. Ich will woanders hin. Oh! Oh, guck mal hier. Hier besorge ich uns jetzt mal einen Fisch. So, erstmal D-Max Donate 10,43 €. Hau mal den Hecht raus, Kreis. Auf einen Daumen und paar Fliegen, was? Auf einen Daumen und paar Fliegen. Willst du Fliegen haben? Ich habe gerade welche dabei. Kann ich hier meine Route reinstecken? Kann ich da... Also, ihr wisst schon, was ich meine jetzt. Damit ich nicht abrutsche. Warte, kann ich... Ach, ich wollte es abbrechen. Ich wollte es nochmal abbrechen. Ich wollte ja erst noch was werfen. Senior Fluffy schreibt... Hi, Kreis. Heil, Kreis. So, feed the balls. Zack. Dann noch einer. Zack. Guck mal, wie die linke Hand nur kurz so rausgestoßen kommt. Hadouken! So, und jetzt schmeißen wir mal hier so ein 2/3 auf 20 Meter ungefähr. So, und jetzt schauen wir mal. Mit Blinker tiefer angeln. Soll ich mir mal einen besseren Blinker kaufen? Was, bei starkem Wind brauche ich eine kürzere Route? Was? Was hat denn der Wind damit zu tun? Benno, das ist überhaupt kein Problem. Du hast ja schon genug rausgehauen für dieses Jahr. Entspann dich ruhig. Es sei dir verziehen. Imad, du hast eigentlich noch nichts verpasst. Also der schwerste Fisch, den wir heute gefunden haben, war 3 Kilo. Gefunden vor allen Dingen. Ich habe einen Fisch gefunden. Ich bin kein Angler. Ich finde Fische. Ich finde Fische in der Tiefe des Meeres.
Ich warte gerade, dass hier mal einer beißt, aber irgendwie... Vielleicht müssen wir echt tiefer gehen. Mr. Black Bolt geht wieder schlafen. Gute Nacht. Alter. Was ist denn am Freitag los? Ey, das plötzlich müssen alle freitags früh ins Bett. Samstags viel vor, hä? Kreis mehr Gewicht, sagt so Oldschool Gaming. Okay, warte. Dann schalten wir mal um auf mehr Gewicht. Mehr Gewicht, mehr Gewicht. Da bräuchte ich doch hier so einen Schwimmer, oder nicht? Ich habe 7 Gramm. Optimale Belastung 10 Gramm. 71 kostet der. 79? Guck, was ist mit dem hier? 12 Gramm. Soll ich den mal kaufen? Der sieht toll aus. Wir haben jetzt auch nicht so viel Kohle. Ich kaufe jetzt mal den hier. Und benutze den auch. So, optimale Belastung 12 Gramm. Dann müssen wir jetzt hier Gewichte noch kaufen, glaube ich. Oder? Null. 8 Gramm. Kaufen. 10. Meinen die das so? 12 Gramm. Zack. Alter, und der macht mich da an, oder was? Und... Soll ich mal einen Köder, soll ich mal Brot dranhängen? Ich habe noch ein bisschen Brot am Start. So, ich hänge Brot dran. Mir wurde gesagt, alle Fische lieben Brot. Ach so, ich soll ja auf noch tiefer gehen, ne? Okay. Wir gehen noch ein bisschen tiefer. Alle gehen Rostock Weihnachtsmarkt. Das ist von mir aus sehr, sehr weit entfernt. Die effektivste Methode ist definitiv Dynamitfischen. Wenn Fische die Weltherrschaft übernehmen, angeln sie uns dann? Ja. Definitiv werden sie uns angeln. So. So, jetzt warten wir mal ein Minütchen hier, oder? Schauen wir mal. Fortnite, Stefan Glötzel, viel Spaß dabei. Hoffentlich gewinnst du. Wie heißt denn das bei Fortnite, wenn man gewinnt? Das ist ja kein Chicken Dinner, das ist ja irgendwas anderes. Gamer LP, wie soll ich denn 70 bis 80 Meter tief angeln? Wie soll das funktionieren? Ich habe eine Möwe gehört. Alter, ich habe hier in dem Teich aber auch noch nichts, ne? Ich angel immer auf Kaugummi, klingt verrückt, aber funktioniert? Was? Hast du es vorher gekaut? Hast du es vorher selbst dann einmal gekaut oder einfach so? Hier beißt nichts. Ich glaube, ich werde der einsame Angler sein. Du nimmst ein Grundblei und nimmst die Pose rein. Was? Bissanzeiger? Was? Okay, Leute, ich glaube, Angeln ist Hexenwerk. Du musst es einstellen auf der Route. Aber wie soll ich mir denn... ich glaube nicht, dass jemand auf Angelhaken kaut. Richtiges Blei und keine Pose. Wenn du Posen benutzt, angelst du sozusagen auf der Oberfläche und gehst nicht richtig tief. Du brauchst zum Beispiel 40 Gramm Blei. Okay.
Dann schauen wir doch mal, wie das funktioniert. Fähigkeiten. Wie komme ich in den Angelladen? Achso, da muss ich hier reinziehen erstmal. Na, dann schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal, was wir da machen können. Du musst das Boot belegen. So, Moment. Nein, ich wollte gar nicht mehr fahren. Naja, egal. Fahren wir mal raus hier. Vielleicht finden wir hier draußen was am großen See. Da stimmt's hier gleich irgendwo so eine unsichtbare Mauer und ich klatsche da voll gegen. Fährst du BMX? Wenn ja, wow. Nicht wirklich. Ich bin früher BMX gefahren, ja. Damals. Vor langen Jahren. So, ich wollte in den Laden gehen. Köder, Blinker, Spinner, Wobbler? Was ist ein Spinner? Köder, Blinker? Gibt's denn hier so ein Grundblei? Die sind teuer. Voll die Luxusblinker, Köder, Haken. Und was ist ein Wobbler? Ich glaube, so ein Grundblei gibt's hier gar nicht. Alter, Marvin Winker guckt über mobile Daten. Ist kein WLAN? Ich finde dieses Blei nicht, wovon die reden. Was ist mit dem Wobbler? Wobbler. Ich habe in echt keinen Angelschein, wie man sieht. Ne, ich kann nicht mit Wobblern angeln. Vielleicht mögen die auch hier ein Marshmallow? Vielleicht brauche ich hier einfach... Vielleicht brauche ich hier einen coolen Wurm. So, ich will meinen Wurm benutzen. Der Klassiker. Ach Quatsch. Warum schmeiße ich jetzt mit rechter Maustaste hier 2 Meter vor mir? Achso, bei Others oben links... Blinker ran und unter Other. Okay. Angel mal mit der Pokerangel. Okay, warte, ich warte jetzt hier eine Minute, ob einer meinen Wurm fressen will. Ich will den Wurm nicht umsonst gekauft haben. Okay, die Leute sagen, das gibt's auch nicht. Versuch es mit einem Spinner oder Blinker. Ich soll einen Spinner ins Wasser werfen? Joshua Wenzel, natürlich, natürlich. Alter, ich höre hier die Falken, die fressen mich gleich. Brrr, dritz, zack. Haken in der Kehle, Alter. Zack. Angelmord. Passiert. Was ist denn hier so ein... Okay, warte mal. Also entweder muss ich das nehmen oder was kostet der billigste Blinker? Der kostet 60. Nee. Ah, ich hab einen. Wie kann ich den denn benutzen? So, muss da auch irgendwie... Muss da ein Köder dran? Maden? Also mit dem Blinker braucht man keinen Köder, ja? Ist das so legitim?
Oder kann da nur Mais dran? Marshmallows? Nee. Okay, was habe ich jetzt drin? Hier, so ein Blinker habe ich jetzt drin. Was macht der? Kann der blinken? So, jetzt schmeiße ich hier... Ich habe kein Brot mehr, oder? Okay, anscheinend nicht. Ich wusste nicht, dass das begrenzt ist. Die Geschichte von Kreisbaumangeln, es war einmal ein Fischer namens Kreis, der angelte am See Fische mit Brot, Wein und Schnitzel und fing Fische. Ende. Oder er fing gar nichts. Na, das Ding sinkt nach unten. Wie tief sinkt das? Ey, meine Schnur hat doch gerade gewackelt, oder? Da ist doch irgendwas gewesen. Da, oder? Ding, ding, ding. Ding, ding. Da wurde irgendwas angezeigt gerade. Kreis, weißt du eigentlich, wie man blinkert? Nee. Was, Alter? Das WLAN schaltet sich automatisch ab um 9 Uhr. Warum? Was hast du deinen Eltern getan? Das ist ja grausam. Oh Mann. Aber brauche ich da nicht eine viel längere Schnur? Einziehen, rauswerfen. Einziehen, rauswerfen. Okay. Was? Ich habe dich vergessen, Rusher Star? Wieso habe ich dich vergessen? Niemals. Wollte ich dir irgendwas geben? Wollte ich dir noch Bilder schicken? Oder hab ich, was habe ich vergessen? Ich weiß es doch nicht. Ich würde ja gerne den Blinker einholen, aber jetzt müssen wir erstmal schauen, wo wir hier denn den dicken Lachs finden. Ey, ich glaube, wir haben alle Fische verscheucht. Dann wieder reinholen. Echt, der macht ein Geräusch und das lockt dann die Fische an? Sprich nochmal wie Klausi. Wer ist denn Klausi? Von welchem Klausi? Reden Sie da, junger Mann. Na, spring aus dem Boot. Ich könnte es probieren gleich. Kreis, gib mir eine Steam-Gruppe. Nils Kupke, du sollst nicht trinken. Trinken ist nicht gut. Echt, The Scare Project. Ich hab dich echt vergessen.
Yeah, baby! Der Pjordl hat 5 Euro donated. Pjordl, ich hab ja, von dir habe ich ja lange nichts mehr gehört. Vorhin hat er noch geschrieben, da, ja, ich bin der Erste im Chat und dann... Naja, vielen Dank. Wenn du schon nichts fängst, dann nimm wenigstens eine kleine Entschädigung. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr nett, das kann ich jetzt gebrauchen. Das muntert mich ein bisschen auf. Ich verstehe nicht, warum die Kinder meine Würmer nicht wollen. Beim Blinker musst du aber aktiver angeln. Das heißt, du musst den langsam einholen. Wie kann ich das einstellen, ob ich den langsam einhole? Da unten steht langsames Schleppen. Was bedeutet das? Ist das richtig? So macht man das, oder? Ich glaube, jetzt habe ich die richtige Technik. Aber trotzdem will kein Fisch mich beißen. Ich hasse mein fischloses Leben. Ah, warte mal, was ist denn hier O? Geschwindigkeit der Rolle R und F. Okay. Taschenlampe, yeah, und Zoom. Baby. Alter, John McLean, 2 Euro hier zur Aufmunterung. Vielen, vielen Dank. Der Fisch ist entwischt. Wie kein Drill. Oh Gott. John. Wieso? Da war ein Fisch an meiner Angel, John. Oh. Meinst du, die Fische werden kooperieren, wenn ich ihnen sage, ich brauche Geld? Oder meint ihr, die Fische hier sind einfach zu heftig? Genau in dem Moment. Er hatte Weihnachtsfeier auf der Arbeit. Ja, das ist immer, da verleiten einen die Leute gerne mal zu vielen schwachsinnigen Aktivitäten. Oh Mann, ey. Was, dein kleiner Bruder soll ins Bett um... Ja, dann soll er halt ins Bett gehen. Dann nimmt man ihm das Smartphone weg. Dann muss man doch nicht das WLAN für alle abstellen. Ich wette, deine Eltern haben dann noch WLAN. Kreis, wann kommen die Spendensounds für 2, 3 und 500 Euro, Alter? Das ist ja... Ne, da muss ich ja... Erstmal muss man dafür, Erstmal muss man dafür ja extrem, ja, wie soll ich das nennen? Reich sein. Dafür muss es ja da draußen reiche Menschen mit so viel Geld geben. Und ich muss ja dann auch ganz besondere Dinge nehmen. So, ich lasse den jetzt erstmal so ein bisschen. Ach, da sehen wir. Ah, da ist die Geschwindigkeit. Alter, ich habe einen dran. Ich habe einen dran. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Wir haben einen Fisch. Wir haben einen Fisch. Er mag vielleicht noch so klein und doof und dämlich sein. Okay, ich mache eine Bremse rein. Alter. Okay, okay. Jetzt nicht übertreiben. Jetzt nicht übertreiben, Kreis. Oh, endlich habe ich was gefangen.
Egal, auch wenn es noch so klein ist, es kann mich nicht enttäuschen. Es ist der beste Fisch, den ich aus diesem See geholt habe. Komm schon, ich werde dir einen Namen geben und dich dann verspeisen. Guck mal, wie er tänzelt. Er hält aber auch mega auf Spannung. Mega. Der will's wissen. Der will's wissen, der kleine. Leute. Der will mir abhauen. Oh. Oh, vielleicht mal ein bisschen wieder geben. Der will's echt wissen, Alter. Oh, ich hab echt ein bisschen Schiss. Ich hab jetzt auch nicht die Mega-Schnur, ne? Ich hab jetzt hier auch nur so eine Standardschnur aus dem Lidl. Die habe ich aus Haaren geflochten. Ich muss ihm echt noch ein bisschen Spiel geben, ne? Der will einfach nicht kommen. Der will einfach nicht kommen. Komm schon, Mann. Komm schon. Ich muss ihn noch ein bisschen... Ich muss mit ihm spielen. Sonst reißt er mir die Schnur ab, wenn die Bremse drin ist. Lass Leine. Alter, komm schon. Komm schon. Es ist bestimmt voll der kleine Pupsfisch, der so einen Aufstand macht jetzt. Kokowaka sagt, lass ihm Zeit. Kokowaka ist mein Lehrmeister. Warten, du musst. Fisch wird kommen. Guck mal, der sieht nicht so riesig aus, oder? Ein kleiner Lumpiger. Komm schon. Ich mache mal wieder ein bisschen Bremse rein. Ach komm, ich glaube, jetzt habe ich ihn aber, oder? Der ist doch schwach, Leute. Der ist doch schwach. Der hat doch gleich nichts mehr. Hol mal einen Kescher. Oh, da wollte er aber. Komm schon, Mann, komm schon. Das ist der 2-Euro-Fisch von John McLean. John wollte ihn retten, deswegen hat er mir schnell Geld donated. Nochmal springst du mir nicht von der Angel. Komm. Alter, er ist so klein und winzig. Aber er war ganz schön fit. Pff, da so einen runzeligen Flussbarsch. Ein Barsch, Freunde. Ein wunderschöner, sexy Flussbarsch. Alter, da krieg ich ja... Ich brauche Kohle. $8. Okay, ich fahre woanders hin. Jetzt, wo ich die große Blinkertechnik habe. Aber hier ist vor mir ist noch einer irgendwo. Den will ich haben. Oh Mann. Jetzt ist er weg. Ich will doch... So, kann ich damit auch so kleine Fische popeln? Der erste Advent. Leute, der steht... dieses Boot, also das haben sie ein bisschen doof geregelt hier mit der Steuerung. Weil auf E und R... Weißt du, auf R steigst du quasi auf dem Boot aus und auf E steigst du dann an Land aus. So, jetzt schauen wir mal. Schmeißen wir mal den Lumpen da rein. Ob mir da so ein kleiner Barsch nochmal... An die Lunte kommt. Du hast auch eine Unterwasserkamera, echt?
Oh, da haben wir ihn schon wieder. Da haben wir ihn schon wieder. Naja, also. Geben wir ihm ein bisschen, oder? Also, Schneeherr, ich bin mittlerweile alt genug, um zu wissen, dass ich auf Alt F4 keine Fische mehr bekomme. Alter, jetzt läuft's aber hier, weißt du, mit so ein paar Pro-Tipps, die man hier einfach mal kriegt. Ich mach mehr Bremse. Alter, das ist bestimmt auch wieder so ein Barsch, oder? Der klöppelt sich hier einen ab. Oh, der Teletuser ist wieder da und alle Frauen lecken sich übers Gesicht? Ach, dir? Ah, okay. Ich dachte, die Frauen lecken sich selbst übers Gesicht. Das wäre irgendwie strange. Alter, dieser Fisch da, ne? Dieser eine Vettelfisch. Komm raus. Ich weiß, du bist klein und glitschig, aber trotzdem will ich dich in meinem Boot haben. Das wird ein Stiefel. Pass B, vielleicht hast du recht. Guck mal, ich ziehe den einfach mal hier so ein bisschen mit rüber. Gleich ist er müde und dann kommt er in mein Boot. Alter, Russia Start, neues Handy. Ich habe heute Gönnung auf Maus gemacht. Und ich habe alle Mäuse so ein bisschen berührt im Mediamarkt. Und die haben mir besonders gut gefallen. So, ich muss ein bisschen mehr Bremse machen. Der haut sonst ab. Wirf Geld ins Wasser, dann kommen sie bestimmt. Weißt du, für so einen kleinen Fisch hier wieder so abtanzen jetzt, ne? Der kann doch nichts werden hier, der Fisch. Der muss müde werden, der muss müde werden. Ich lass den nicht gehen. Ich lass den nicht gehen. Irgendwann wird er schon schwach. Dann zieh ich ihn rein. Das ist das Ziel. Und ich weiß auch nicht, wie viel Leine ich noch habe. Das sind ja doch jetzt schon so ein paar Meter. Meine Spule wirkt schon so ein bisschen leer. Angeln nicht mit Maden, lieber mit Teig und Treibkugel. Jetzt gerade mache ich auf Blinker. Gerade mache ich Auge auf Blinker. Der wird nicht müde da hinten, ne? Der wird nicht müde. Jetzt komm schon da aus dem Wasser, du Lump. Vielleicht müssen wir ihn ein bisschen wilder lassen. Ein bisschen hin und her schicken. War heute keiner auf dem Weihnachtsmarkt? Doch. Aber nur ganz kurz. Und der krasse Boy hat sich heute was? Sein Dreibein gestoßen? Was hast du mit deinem Dreibein gemacht? Oder dein drittes Bein? Entschuldigen, aber wann kommt WW2? Also ich versuche übermorgen mit Keystraw WW2 Zombies aufzunehmen. Aber da ich bis morgen Mittag nicht kann, weil mein Frauchen muss arbeiten... Alter, ne, gib ihm Pillen. Ich weiß nicht, bei We Need To Go Deeper kamen ja auch so ein paar coole Updates eigentlich raus. The fish is a faggot. Der will nicht. 61 Meters. Ey, der müsste jetzt mal eigentlich langsam... Ich
Ich muss halt ganz am Limit bei dem Fisch ziehen hier anscheinend. Na komm, na komm. Ich glaube, jetzt kommt er. Ich glaube, jetzt wird er müde. Ich glaube, er lässt sich... Drück mal C. Warum? Dann ist mein Fisch weg. Dann ist... Dann macht mein Fisch... Der zieht doch dann Leine, wenn ich C drücke. Na komm. Komm. Komm schon, kleiner Fisch. Komm schon. Ich glaube, wir haben ihn langsam. Ich glaube, wir haben ihn langsam. Das kann doch nicht sein, Alter, dass er so hart kämpft. Weißt du, dafür so ein 60-Gramm-Fisch oder so wieder. Erstmal liken, Kisha. Huhu, Kisha. Ich versuche hier die ganze Zeit diesen Fisch zu kriegen. Vielleicht ist meine Schnur einfach nicht stark genug für den Fisch. Alter. Ja, guck mal, ey. Das gibt's doch gar nicht. Für so einen kleinen Popelfisch hier oder was? Kreis, schon wieder in den Dreck gefallen, ja Mann, oder? Schön. Sexy Dirt. Kreis sieht genauso aus wie vor einem Jahr. Mhm. Ich denke, das liegt auch sehr stark im Bereich des Möglichen. Ein We Need to Go Deeper Stream, das geht doch gar nicht. Also es ginge theoretisch schon, aber es ist doch viel lustiger so, wenn man es aufnimmt. Siehst du, Funke ist auch Angler, ja? Wir haben hier die harten Angler am Start. Aber ich krieg diesen Fisch hier nicht. Dieser Fisch hier will sich nicht von mir fischen lassen. Das mache ich nicht mit. Ich lasse mich von diesem blöden Barsch nicht verarschen. Ich will die echten Fische. Los, wir fahren aufs Meer. Dieser Barsch, der kann mich mal auf dasselbe, was sich auf ihn reimt. Und jetzt weiß ich, warum diese Fische so heißen. Ist ja auch kein Wunder. Marvin, du musst ins Bett. Lass dich nicht vom Stream waschen. Viele Menschen sind schon der Streamlust verfallen. Und kamen nie wieder. So. Jetzt schmeißen wir das Möbel mal. Jetzt schmeißen wir es mal darüber. Oh, aber guck mal, 30 Meter. Soweit musst du erstmal kommen. So, und dann schleppern wir mal's. Oh! Und ich und sie treiben gleichzeitig du und ich und du und du machen gleichzeitig Liebe, Baby. Herzlich willkommen, Killer Smokey, der einzig wahre Killer, die Smokey. Und John McLean schreibt neuer VIP. Achso, okay. Oh, der Fisch ist entwischt, weil kein Drillen. Ey, immer, John, immer wenn ich dich irgendwie lese oder du irgendwas machst, was ich lesen muss,
Der Killer Smokey ist neuer VIP. Naja, dann sag ich doch mal willkommen. So, und jetzt rein damit. Langsam ziehen. Gerade gar nicht mitbekommen, dass wieder einer angebissen hat. Na gut, der wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr hier sein. Der wird ja jetzt woanders sein, der Fisch. Muss ich nochmal gleich... Da muss ich nochmal auf meinen Sonar gucken. Hi, Zero LP. Du und ich. So, Doch, es. Ist er jetzt hier irgendwo? Soll er das da sein? Gib dem Fisch noch ein bisschen Kleingeld. Ja, wir sollten dem Fisch ein bisschen Kleingeld geben. Heiko möchte gefischt werden. Oh, wir haben 420 Zuschauer. Ey, der Fisch da, der will meinen Hack noch gar nicht mehr haben hier. Vor allen Dingen habe ich für den übelst abgekurbelt hier für den Fisch vorhin, ne? Aber auf übelste Sorte habe ich abgekurbelt. Richtig lange, wie wir gebraucht haben, bis wir jetzt den ersten Fisch hier in dem See gefangen haben. Und Stefan Glötzl ist wieder da. Wollte ich nur mal sagen. Und dann kriegen wir endlich mal einen sexy Fisch, der so richtig reinsalbt. Muss aber eine Dreiviertelstunde dafür an dem Fisch rumpopeln. Und dann bringt er mir hier nur so einen lumpigen Dollar ein. Zieh ihn raus, nass ist er eh schon. Ich glaube, wir müssen mal demnächst einen Logbuchschreiber für den Chat, Weißt du, große Ereignisse mit Zeitstempel. Dann, damit die Zuschauer, die dann immer reinkommen und sagen, habe ich was verpasst, weißt du, so ein kurzes Update kriegen können. Ey, der muss hier noch irgendwo sein, der aggressive Fisch. Ich hol mir diesen Fisch. So, lassen wir erstmal ein bisschen sinken. Krasser Boy ist kurz weg. Okay, ich muss die Fische verführen. Vielleicht... Vielleicht sollte ich einfach mal meinen haarigen Hintern ins Wasser dippen. Aber hier musst du halt voll aufpassen. Ich will jetzt nicht wieder John McClane lesen, sonst... sonst fliegt mir hier ein Fisch von der Angel. Nimm einen Popel als Köder. Ob sowas geht? Ich wüsste gerne, ob das geht. Wo ist eigentlich mein Trinken? Ah, ich hab's mir so gemütlich gemacht. Angeln ist schon eine gemütliche Sache, Leute. Aber beim nächsten Mal gibt's wieder actiongeladene Sachen. Beim nächsten Mal kein Simulator. Okay, Karottengamer. Gute Nacht. Schön, dass du dabei gewesen bist. Wir hoffen, wir sehen uns bald wieder. Einfach mal langsam schleppen, ne?
Hey Kreis, vielleicht solltest du ein wasserdichtes Handy an deiner Angelschnur befestigen. Also ich sehe keinen Fisch. Aber warum hängt man da nicht auch noch irgendwas Schmackhaftes dran? Das verstehe ich nicht. Stefan kann sich nicht entscheiden, ob er eine PS4 oder eine Xbox holen will. Na, das ist immer schwierig. Ne, da wird dir jeder Xboxler wird sagen, kauf dir Xbox auf jeden. Wichtig ist immer, wichtig ist, dass es so mit deinen Homes und weiß ich nicht, oder ne, wenn jetzt die meisten Friends, mit denen du irgendwie was unternimmst, wenn die jetzt alle eine Playsy haben, oder die meisten eine Playsy haben, würde ich mir halt auch eine Playsy holen. Und so würde ich das halt bei Xbox auch machen. Wenn du jetzt viele Leute kennst, die Xbox zocken, also dann macht das in gewissen Dingen einfach ein bisschen mehr Sinn. Ne, was bringt ja nichts, wenn du jetzt kaufst jetzt dann eine fette Playsy, weil sie geil ist und alle haben aber eine Xbox, die du kennst. Dann überschneidet sich das natürlich alles so ein bisschen. Mach mal Auge auf Wasserkreis. Aber zwei müsste doch reichen, oder? Das ist für Raubfische, die essen keinen Marshmallow. Sicher? Vielleicht gibt es irgendwo eine geheime Raubfisch-Amazonas-Art. Kreis, dein Stream ist zu mächtig für meine Vernunft, was? Ach so, Marvin. Du musst ausgeschlafen sein. Ausgeschlafen und entspannt. Muss ich hier auf Schleppen gehen? Oder eher so auf langsames Drillen? Die Fische mögen einfach meinen Blinker nicht. Was ist das? Yeah, baby! Alter, Janni Boy, 5 Euro, Nadu Nudel, schon dicken Fisch an der Angel gehabt, Petri Heil und Grüße aus, ach so, und grüß deine Mom von mir. Okay, Grüße gehen raus, werde ich weiterleiten und Petri Dank, muss ich ja jetzt sagen, habe ich heute gelernt. Aber irgendwie wurde ich noch nicht genug Petri heilt, weil irgendwie Petri, machen die hier den Wolfgang Petri, machen die Fische bei mir. So, hey, irgendwo muss hier einer sein. Okay, machen wir mal hier einen richtigen Winkel. Guck mal, eigentlich müsste ich jetzt ja mit der Angel hinten im Boot hängen. Warum kann man da nicht Dynamitfischen betreiben? Ich weiß nicht, ne? Die wollen sagen, sie sind irgendwie eine Simulation. Hundemüde, Marvin. Ja, dann geh doch ins Bettchen. Marvin, schau mal, es ist heute schon... Ich weiß nicht, heute ist irgendwie ein ganz schleppender Freitag. Die Menschen sind müde. Die Menschen sind zu hart entspannt. Da-da-da-dun, da-da-da-dun, da-da-da-dun.
Ich kann nicht schlafen, wenn ich weiß, dass du so krass angelst, vor allen Dingen. Hey, vielleicht gehe ich jetzt mal mit meinem neuen Blinker-Equipment einfach an einen anderen See. Vielleicht fange ich ja andere Fische besser. Wie weit kann ich denn hier rausfahren? Komm, wir machen erstmal ein Experiment. Wir schauen mal, wann dem See ein Ende ist. Da müssen ja richtige Haifische im Wasser sein. Elektrofischen. So, guck mal, Alter, da sind drei Stück. Hier sind irgendwo Fische. Also, ey, sind das die da vorne? Ernsthaft? Zack. Guten Abend, Erlind QQ. Ich hoffe, jetzt, wo du da bist, fangen wir endlich mal einen Fisch. Alter, jetzt habe ich aber einen. Komm schon. Okay, die Breaks lassen wir drin. Ich brauche einfach Geld. Ich brauche Geld für eine neue Schnur, Leute. Ich brauche Geld für eine Schnur. Ich brauche ein bisschen Geld für eine Schnur. Na, 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 na. Komm schon. Gib einfach auf, gib einfach auf. Komm auf mein Boot. Es wird dir besser gehen. Auf meinem Boot wird es dir gut gehen. Wir haben alles hier. Fischige Fischdamen. Lachsige Lachse. Dickbäuchige Darmrochen. Eine andere Tageszeit könnte auch helfen, wenn es möglich ist. Das weiß ich gar nicht. Na komm, diesmal holen wir dich. Es ist mein Fischerabend und ich will einen Fisch. Dann komme ich ohne Lachs nach Hause, dann kriege ich nichts auf den Tisch. Die Frau hat gesagt, du bringst einen dicken Wels mit. Sonst gibt's einen Knackfutzen. Wenn du Gold brauchst, raub die Fische aus. Komm schon, komm schon. Ah, den lassen wir tanzen, den lassen wir tanzen. Ich will's nicht schon wieder versauen. Und jetzt kommt er ja mal so langsam, kriegen wir ihn ja ran. Guten Abend, Holzbein John. Kreis, isst du Fisch? Nee. Nicht wirklich, muss ich leider sagen. Also was heißt leider, aber viele Leute mögen irgendwie Fisch. Ich mag lieber Fleisch. Also ich würde Fisch auch essen, aber ich würde ihn nicht unbedingt genießen. Wenn ich die Wahl habe, ne, zwischen Surf oder Turf, weißt du, dann auf jeden Fall nicht Surf. Okay, komm schon. Oh nein, 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 versau's jetzt nicht. Versau's jetzt nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Okay, okay. Omas Lieblingsgurke 89. Will die Fische vertreiben. Mit 10 Euro. Du hast aber eine große Rute, Kreis. Ja, und schau mal, wie ich sie biegen kann. Oh, oh. Nee, schau mal lieber nicht. Ich zeig dir gleich, wie ich sie biegen kann. Wenn ich mit diesem Fisch hier... Nee, Russia Star, ich habe mal wieder kein Auge auf dich. Ich muss hier Fische gucken und Nachrichten lesen. Es geht einfach nicht. Aber ich kann doch jetzt nicht aus dem Boot springen. Ja, ne, so Pjotl, das meine ich nämlich auch. Weißt du, so Fischfilets und so ein Zeug, das esse ich schon mal.
aber dann hier an so einem Fisch rumpopeln irgendwie und den... Oh nein, oh nein. Oh. Alter Schwede, da wollte der mir hier... Alter, wenn der mir jetzt auf die 5 Meter hier noch ausgebrochen wäre, ne? Dann wäre ich aber kacken gegangen, alter Schwede. Dann wäre ich aber kacken gegangen. Guck mal, der will es echt nochmal wissen hier, so ein paar Meter. Jetzt komm aber. Alter. Das war doch kurz vorm Reißen hier. Oh, mir reißt gleich das Leder, Freunde. Der Fisch hier. Für den Fisch so ein Kampf. Für einen halben Kilo Flussbarsch. Alter. Ey, so kriege ich nie das Geld zusammen, um die Rechnung bei Holzbein John zu bezahlen. Nastia, Vampwolf, Vampwolf. Gute Nacht. Wiedersehen. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ja, Kratzbär, Kratzbär. Jetzt mach mal hier keine Witze über meinen kleinen Fisch. Ja? Auch mit. Ich hab. Guck mal, ne? Ne, Marvin. Zu viele Marvins hier? Ich glaube, langsames Schleppen ist schon gut. Ich frage mich, ob ich mit dem Ding auch, ob es ja auch irgendwie, wo sollen denn hier die großen Fische sein? Ich meine, hier müssen doch irgendwo auch richtig kapitale Riesenfische eigentlich rumschwimmen, oder nicht? Oh, immer dasselbe. Hier könnte ich auch vom Ufer angeln. Der Kratzbär will über mich lachen. Kratzbär? Nur, ey, das ist ja mal der. Ich habe ja wohl einen Megafisch. Was ist das? Das ist ein Typ, der sagt: Shut up and give my. Yeah, nimm mal, der Ali. Okay, der Ali donate 5 Euro, Petri Heilkreis und grüße deine Mutter. Dene, da steht schon wieder Dene. Ich glaube, damit hast du dich verraten. Du hast doch schon mal gespendet. Ja, ja, vorhin unter Janni Boy und jetzt unter der Ali. Ich glaube, ich habe dich enttarnt. Oder ihr habt beide zufällig denselben Rechtschreibfehler. Aber vielen Dank, Grüße gehen raus. Okay, Benno sagt, ich soll auf Grund gehen. Aber es gibt keinen Grundblei. Ist das schlimm? Kratzbär, ich glaube, du hast über meinen Fisch gelacht. Ich glaube, du hast über meinen Fisch gelacht und das ist nicht okay. Auch meine Fische haben ein Recht darauf, groß angesehen zu werden. John McLean sagt: Oh, you're leaving fishery. Na toll. Okay, aber ich glaube, du hast recht, John. Du hast recht. Ausrüstung: Enzyklopädie Galactica. Der Ultimate Fish Simulator. Geh tauchen. Der Baikalsee. Pines Bay. Guck mal, ich habe
Flussbarsch habe ich gesehen. Aber Baikal-Omul, Baikal-Stör und Meräne habe ich nicht gesehen. Forellenbarsch, Schwarzflecken, Sonnenbarsch, getüpfelter Gabelwels. Dann gehen wir mal hier zum Wälzen. Echt, ich will den dicken Fisch. So. Ich habe eine Bootfahrlizenz, aber ich könnte, glaube ich, auch hier vom Steg aus angeln. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja Boot fahren, weil wir heiße Typen und heiße Girls sind. Ich frage mich, wie tief dieses Sonar. Oh nein, Marvin, dein Internet. Ah, das ist voll mies, Alter. Dann hast du ja kein Datenvolumen mehr. Und was ist, wenn ich jetzt morgen zum Beispiel auch streame und dann... Ist nicht so geil. Also du kannst ja dann immer nur die erste Stunde gut gucken. Hier sollen Fische sein. Wo sollen die denn sein? So, bin ich da hinten auf ein Hindernis gestoßen, oder? Die Leute wollen richtig fetten Fisch haben. Alles klar. Hab ich direkt am Haken den Lump. So, komm her. Zieh rein. Fünfer Bremse. Schön, schön. Alter. Ich hoffe, mit dem muss ich hier nicht so lange kämpfen. Aber der sieht auch aus, als wollte er gar nicht so stark wischen. Was sein Problem ist. Er sagt sich, okay, ich habe in das Ding reingebissen. John und Tony haben mir davon erzählt. Vielleicht habe ich ja Glück und komme wieder zurück. Kommt drauf an, wie fett du bist, mein Freund. Außer ich kriege hier wieder so ein 1,5 Kilo Mini-Mikrofisch. Guck mal, Van Reinharzer, der holt die Butterlachse raus, nämlich zu später Stunde noch. Kennt sich aus, ne? Oh, 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 oh. Zum Glück habe ich da noch mal ein bisschen nachgegeben. So, jetzt verliert er seine Willenskraft. Komm schon. Guck mal, er kommt doch von alleine schon ein bisschen näher. Komm, schwimm, schwimm zu mir, mein kleiner Freund. Wir tanzen gemeinsam. Zieh mich nur nicht vom Boot. Komm, komm schon. Okay, da muss ich mal ganz kurz die Bremse raushauen. Junge, der wollte abhauen. Das nur, weil ich wieder den Chat gelesen habe. Hört auf zu chatten. Na, aber komm, heute ist ja ruhig. Heute ist ein ruhiger Tag. Das Angeln, das macht die Leute direkt ruhiger. Hätte ich heute Battlefront gespielt, würden alle wieder durchdrehen. Weil sie dann noch mehr zu schimpfen haben. Weißt du, bei so einem Simulator, da geben die Leute Tipps und sagen, hey Kreis, pass auf, mach das mal so, das ist cooler. Oh, alter Ghost Spider, ja. Ich weiß genau, was du meinst. Vor allen Dingen dieses Gefühl, wenn du dann erstmal aufgestanden bist und es im Bett eigentlich noch so super warm ist. Oder was noch schlimmer ist, ist, du hast dann dein Ladegerät oder so am Bett oder halt irgendwas anderes und setzt dich nochmal, du warst eigentlich schon im kalten Flur. Setz dich aber dann nochmal kurz ins Bett und merkst, wie warm es eigentlich noch ist. Oh. Schlimm. Und dann jetzt gerade an diesen Wintertagen so. Das ist das auch, was mich dann immer so fertig macht. Warum ich noch fertiger aussehe als sonst. Der Winter. Kreis gibt's auf. Nein, ich werde jetzt einen riesen Fisch fangen. Ich werde diesen riesen Monsterfisch fangen, Leute. Vorher gehe ich nicht ins Bett. Wenn es länger als bis 11 Uhr dauert heute, dann dauert es halt länger.
Achso, Game Apple will unbedingt aus dem Boot springen. Kreis, kannst du mir das Spiel empfehlen? Bin am Überlegen, ob ich es mir kaufen soll. Du meinst das Angelspiel hier? Naja gut, es kommt darauf an, ob du auf Angeln stehst. Aber ich kann dir persönlich nicht sagen, ob das der beste Angelsimulator ist, den es gibt. Ich weiß nur, hier kommt halt noch... Oh, zack. Her damit. Ich weiß nur, hier kommt noch viel Zeug. Hier kommt noch viel Kram. Also wie gesagt, hier kann man irgendwann... Wird hier Eisfischen und so ein Kram wird auch noch mit reingebaut. Aber es ist bis jetzt, also es ist von der Steuerung her, es ist relativ simpel und einfach. Deswegen hat es mir jetzt den Einstieg in so eine Art Spiel doch schon ein bisschen erleichtert. Weil ich bin jetzt auch kein Angelprofi. Und ich glaube, es ist auch bis jetzt noch relativ simpel gehalten vom ja, es ist also ein bisschen, es hat noch so diesen leichten Arcade-Touch. Ich fände es natürlich geiler, ne, ich bin jetzt von Dings auch so ein bisschen verwöhnt vom Gold Rush Simulator, also was heißt verwöhnt, aber ich mag dieses, wenn du halt irgendwo reingehen kannst, weißt du, ich fände es jetzt cool, wenn ich jetzt hier in so einen Angelshop gehen könnte und der Typ hat ein paar Ruten und eine coole Schnur und weiß ich nicht was und vielleicht ist der Typ auch noch so Tutorial-mäßig, dass ich mit ihm sagen kann, so, ne, dass ich dann mit dem Verkäufer reden kann und sagen kann, hey, wie fange ich denn am besten einen kapitalen Hecht? Und dann sagt er, ja, Hechte gibt's da und da. Die angst am besten mit Brot auf, weiß ich nicht, mit der und der, ne? Aber die Schnur sollte schon einiges aushalten, bla bla bla. Das, sowas wäre halt ganz cool. Ne, weil es dann als Mega-Einsteiger für mich noch so ein bisschen cooler zum Anfassen wäre. Da unten ist er, der Kleine. Ist doch wieder so ein... Ach, ein Schwarzflecken-Sonnenbarsch. Wieder so ein Mini-Ding. Und du frisst also Blinker, hä? Du Frechdachs. Aber der gibt wenigstens ein bisschen Geld. Wir brauchen Kohle für bessere Ausrüstung, Leute. Sonst bringt das alles nichts. Nochmal resetten. Hier gab's doch irgendwo, gab's doch hier... Oh, das Boot ist ein bisschen heftig. So, warte mal, da ist jetzt vorn. Dann ist hier rechts von mir, müssten ein paar Fischis sein. So, machen wir erstmal so. Noch ungefähr 30.000 Abos und du hast hier 100.000 Abonnenten. Ja, Mann. Wie Daniel M. Ey, Daniel M., ohne Scheiß, ich hatte vorgestern oder so, warte mal, was? Hechte fangen in freier Natur. Rotfische, oh Gott, jetzt. Oh, den kenne ich doch, aber... Evan Tapestry 742, 20 Euro, Alter, Gehalt ist drauf, direkt raus damit. Wie lange machst du noch heute, bist der Beste? Ja, wie gesagt, wie immer eigentlich, ungefähr. Alter, jetzt bin ich aber schon ein bisschen tief da mit meinem Schnürchen. Ja, mal schauen, vielleicht kommt ein dicker Hecht. Aber die Leute wollen den fetten Fisch. Ich kann eigentlich ohne einen richtig fetten Fisch kann ich eigentlich nicht schlafen gehen. Aber da müsste ich vielleicht nochmal ganz zurück zum ersten Teich. Vielleicht kann ich da jetzt in der Tiefe ein bisschen mit meinem neuen entdeckten Fidget Spinner hier Unterwasserspinner. Fische stehen da wohl auch drauf, hä? Ja, nicht verzagen. Ich werf noch mal eine Runde rein. Was ist jetzt passiert? Dieses Boot, es steuert sich einfach dramatisch schrecklich. So. Also, irgendwo da vorne sind Fische. Da vorne sind Fische. Irgendwo hier. Ja, da vorne, ganz vorne schwimmt schon einer. Aber ich will die von ganz tief. Hinaus!
Garuda ist gerade aus der Spätschicht raus. Hey, Garuda, dann setz dich doch mit zu uns ans Ufer und angel ein bisschen. Der Spinner ist nicht schlecht, also beschweren kann man sich da eher weniger, Leute. Ich auch seit ein paar Minuten zu Hause, sofort PC angemeldet, Kreis geguckt. Das ist ja sexy, Freunde, das ist ja sehr sexy. Die Frage ist nur, ob sich das für euch heute lohnt. Du, 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 du. Boah, ich kann hier gegen die Sonne... Was ist, wenn jetzt einer anbeißt? Ich habe keine Sonnenbrille auf. Du, 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 du. Anna, Petri Dank, muss ich sagen, habe ich heute gelernt. Ich habe heute viel gelernt über die Fischerei und das Angeln. Es ist ja, Angeln und Fischerei sind ja, glaube ich, nicht dasselbe. So, ich lasse ihn mal so auf 3 Meter runter oder so und dann... Wer will auch Ark spielen, fragt der Schneeherr. Ach, du bist also verantwortlich für diesen Schnee. Boah, heute Morgen habe ich mich fast aufs Fressbrett gelegt. Hätte ich nicht glücklicherweise den Kinderwagen vor mir hergeschoben? Alter Schwede, dann hätte ich da aber gelegen. Yeah, baby. Oh! Even Tapestry, 2 Euro nochmal. Nochmal vielen, vielen Dank. Hast du eigentlich einen Streamplan oder machst du das spontan? Ich sag mal, aus Spontanität ist mittlerweile irgendwie relativ krasse Regelmäßigkeit geworden. Und, ja, ich weiß nicht. Das kommt halt immer drauf an. Wenn Kies jetzt sagt, yo, hast du Bock bei mir zu streamen? Dann sage ich, ja. Klar, ne? Wenn ich Seiko mich nicht wieder mit dem Gürtel schlägt. Nee, aber prinzipiell, ich versuch's hier mal. Hier habe ich vorhin so einen Fetten gefangen irgendwo. Prinzipiell habe ich jetzt keinen festen Plan. Weil es kann halt auch einfach mal easy sein, dass es irgendwie ausfällt, weil ist nicht, ne? Weil es gibt immer Dinge, die irgendwie irgendwo dazwischen kommen können oder so. Deswegen kann ich mich da immer nicht so genau nachrichten. Ich versuche im Moment auch so häufig wie möglich zu streamen. Aber der ein oder andere Abend fällt dann halt mal ganz aus. Oder ich bin dann halt bei Keystore drüben. Aber das mache ich dann meistens über dieses Community-Ding. Deswegen, wenn man Langeweile hat oder so und mal eine Sekunde Zeit, dann kann man auch gerne mal über dieses Community-Ding einfach mal schauen, ob man irgendwie vielleicht eine Nachricht verpasst hat, die Kreis irgendwie in die Welt gesendet hat oder so. Weil da gibt es dann doch immer relativ coole Sachen. Oder zumindest relativ aktuelle Sachen zu finden, die dann darüber Auskunft geben, ob ich streame oder nicht. Weil entweder mache ich eine Umfrage, weil ich jetzt 2 Spiele habe, so wie heute. Dass ich mir dachte, okay, worauf habt ihr Bock? Was können wir zocken? Angelsimulator hatte ich am Start. Der Wizard wird auch müde. Ja, ist doch schön. Das ist doch super. Müde sein ist doch voll geil. Ich finde es voll geil, müde zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es gab eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich große Probleme, überhaupt müde zu werden. Okay, Leute, ich muss hier, glaube ich, wieder... Ich muss hier an was anderes dran. Ich muss hier... ich muss das hier grounden. Spinner. Wobbler. Gummi. Yeah, baby! Even Tapestry 742 donated nochmal 5 Euro. Versteckt das vor Seiko, okay. Aber jetzt hat es schon gesehen, Mist. Schwimmer. Ey, vielleicht muss ich auch mal den Haken ändern. Vielleicht muss ich den Haken ändern. Aber ich habe kein Geld, weil ich keine Fische fange. Du kannst deinen Haken nicht ohne Schwimmer benutzen. Ja, okay, pass auf. Ich will jetzt meinen... Wo ist mein Schwimmer, den ich gekauft habe? Mein professioneller Megaschwimmer? Da bitte benutzen. So, der ist optimal belastet. Mach ich den mal auf 250er Tiefe. Vielleicht kriegen wir dann einen dicken.
So, Haken. Ey, hab ich keinen Haken oder was? Muss ich den jetzt kaufen? Ach nee, benutzen, ich hab den schon. So, oder muss da überhaupt ein Haken dran? Ja, irgendwo muss ich einen Köder festmachen, oder nicht? So, benutzen wir mal hier auf Made. Maggot. Gute Margot. So. Jetzt schauen wir mal, ob hier irgendwo ein kapitaler Fisch ist, der mir in meinen Haken beißt. Auf R drücken. Einer schwimmt mir hier direkt um die Nase und einer ist hier so irgendwo. Tension. Aber der ist nur 26 Meter geflogen. Mein Blinkerflug ist 30 geflogen. Kommt morgen wenigstens Goldschorsch wieder nicht quengeln. Ach so, ja gut, alte Streams schauen ist aber auch nicht immer schlecht, ne? Aber gut, dann, ja, also, wenn Keysjaw morgen nicht mit mir streamen will, dann, ja. bist du gar nicht müde? Ja, doch schon, so ein bisschen. Aber es geht. Können ja ein bisschen was erzählen aus unserer Jugend. Das habe ich so gemacht. Ich wurde verfolgt von Beamten der Deutschen Bahn. Okay, Erlind geht schlafen, weil Erlind müde. Oh, was? Zu frühes Drillen? Niemals! Alter, Serioga! Wenn schon keine Fische, dann doch das gute Zeug. Serioga, wie sagt ihr immer? Bratan, vielen Dank. Bratan. Sagt man das so mit gerolltem R? Gut, es klingt aber irgendwie ein bisschen, es klingt schon ein bisschen härter als Bro. Bro klingt so ein bisschen weich, ne? Bro klingt zwar auch schon gefestigt, aber halt nicht so richtig hart. Bratan klingt so wie, keine Ahnung, als würdest du halt, als wäre krass 12 Jahre Türsteher, 14 Jahre im Irak, Türsteher in einer Disco. Okay, alles klar, jetzt ist meiner. Das ist meiner. Der wollte ihn, Leute. Der wollte meinen Köder. So läuft's. So läuft's. Dann komm mal hier rüber. Ich brauch dich hier vorne, mein kleiner Freund. Na, der will ein bisschen mehr tanzen. Oh, Stefan Kostner fragt, wie man spendet. Stefan, bist du der Bruder von Kevin Kostner? Das wäre geil, wenn du mit Nachnamen wirklich Kostner heißt, ja. Also, falls du mal Kinder kriegst. Ein 12-jähriger Türsteher in der irakischen Disco? Ja. Die sind da schon in jungen Jahren ganz schön hart drauf. Nicht so wie hier die Deutschen. Wie lange ich Keysjaw kenne? Ja, jetzt weiß ich nicht, fast 8 Jahre oder so. So um den Dreh, 7. Oh, endlich mal ein Fisch, für den man wieder Geld kriegt. Puh. Alter, guck mal. Das, also endlich mal wieder ein 3-Kilo-Fisch, Leute. Das ist wenigstens mal, der hat Gewicht. Ja? Der hat Gewicht, mein Freund. Schaut ihn euch an. Ach, schönes Ding. Direkt verkaufen, ich brauche Geld. Tut mir leid, ich muss den verticken. Ich wollte nur rückwärts gehen. Dieses Spiel macht mich verrückt. Ding. Oh, oh. Ey, hier sind überall nur diese Popelfische, ne?
Da brauche ich dann noch gar nicht so weit auswerfen. So, schauen wir mal. Aber so die Tiefe scheint ja auch schon halbwegs zu stimmen jetzt. Der Agrar-IO, ist cool. Kratzbär, Kratzbär. Oder jetzt aber mit den 3 Kilo bin ich ja schon wieder auf der Respektskala ein bisschen gestiegen, oder? Bei der großen Wildangelskala. Ich meine, es war schon nicht schlecht, ne? Ich bin schon ein bisschen stolz, ja? Ich bin ein bisschen stolz. Wann kommt der Kreissimulator raus? Wahrscheinlich nie. Erso Leon, den kann doch niemand spielen. Da bist du doch verrückt. Da gehst du doch kaputt. Okay, alles klar. Den habe ich. Er ist dran. Also den Kreissimulator, das kann man der Welt nicht antun. Viele Leute haben sich daran versucht, aber viele Systeme sind abgestürzt. Prozessoren, ja, ob Octa-Core, yeah, Quad-Core oder... Wow, 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 was geht denn jetzt ab? Tja, tja, tja. Ah, Luca, guck mal, kaum kommt ein dicker Fisch, kommt eine dicke Spende von Luca. 3 Euro, vielen Dank. Ziehst du mal wieder ein paar dicke Fische an Land? Ja, ich versuch's. Ich hoffe, einer von denen hat Gold im Bauch. In meiner Goldmine lief's nicht so gut. Deswegen, ne? Deswegen habe ich mir überlegt, ein bisschen abzuangeln. Weißt du, ich würde jetzt sagen, hey, weißt du, danach noch ein bisschen Goldrausch. Aber ich bin halt echt schon leider irgendwie ein bisschen müde. Deswegen dann lieber morgen, übermorgen. Der Monat hat noch viele Tage. Obwohl, so lange bin ich nicht mehr da. Oh, dann bin ich erstmal 2 Wochen weg. Nehmt mir das nicht übel, ey, aber dann, oh. Dann mache ich gar nichts, ey. Kein nichts aufnehmen, nicht arbeiten, kein morgens Kids in den Kindergarten bringen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ein Blaubarsch. 1,6 Kilo. Hey, hey, hey. So, Only Laura geht aber jetzt endlich. Also, jetzt hat sie es dann geschafft. So, jetzt aber gute Nacht. Sind wir hier im Chat jetzt auf Tinder? Weiß ich nicht. Was ist denn Tinder? Ach so, diese Sexplattform. Mit sowas habe ich nichts zu tun. Der Blaubarsch. So, ja, wir brauchen eigentlich Kohle, ne? Wir brauchen Kohle für bessere Ausrüstung. So einen kleinen Blaubarsch. Den Imperial Marsh. Ja, hatte ich auch überlegt, aber das Problem ist beim Imperial Marsh. Da kommt halt direkt die GEMA und dann spendet einer 200 Euro und dann habe ich auf dem Video aber keine Werbung mehr. Beziehungsweise gar nichts Interessantes mehr, womit ich was verdienen könnte an dem Video. Und deswegen kannst du, oder ist schlimmstenfalls, das ist ja noch nicht mal das Problem. Ne, wenn sie jetzt einfach sagen würden, okay, wir wollen jetzt dann halt die Werberechte haben oder so, würde ich ganz ehrlich sagen, okay, kann ich mit leben, bevor ich mich da jetzt wieder drum prügel, nimm die paar Euro. Aber was ich schlimm finde, ist, dass halt dann wird es teilweise gesperrt, ja, in Ländern gesperrt und, der ist nicht so groß, aber auch nicht so klein. Bei der Skala hast du eine 28,7 erreicht. Okay, sehr gut, dann freue ich mich, dass ich auf der Skala ein bisschen höher gerutscht bin. Oh, Only Laura will Plätzchen backen. Wir wollen auch Plätzchen backen morgen. Aber vielleicht bauen wir morgen erst das Lebkuchenhaus zusammen. Das weiß ich noch nicht. Aber es ist bald Weihnachten, Leute. Ich freue mich so sehr auf Weihnachten und auf diesen Urlaub, ne? Dann habe ich alles aufgenommen bis dahin. Dann bin ich fertig, mich durch. Ja, dann kann ich noch 2 Tage chillen oder so. Und dann geht's ab in den Ruhrpotti. Da wird richtig hart Weihnachten gefeiert, richtig hart gefressen. Dann habe ich ja auch noch, dann werde ich ja auch noch alt. Ich werde ja dieses Jahr 17. Und, deswegen. So, ich glaube, hier will keiner, hä? Oder sind meine Köder alle? Hatte ich nur noch eine Made. Killer Industry sagt, ihm fehlt nicht mehr viel. Ach so, zum... Ja, ich habe gestern meinen wunderschönen Kipplaster gekauft. Alle Menschen sagen, Kreis, dein Kipplaster ist wirklich schön.
Die Leute haben mich geproppt und gefeiert. Oh, ich häng mal ein Brot dran. Alle Fischen mögen Brot, habe ich gehört. Oh, schön mit Croutons. So. Da hängt er drin mit einem schönen Brot. Warum macht Kies nie was mit Facecam? Pavlov. Was soll ich sagen? Weil er nicht mag. Weil er nicht möchte. Es gibt da keinen Grund für, also kein, ja, oh, ich schäme mich, weil ich habe ein Narbengesicht oder keine Ahnung, jetzt nur als Beispiel. Gibt ja Leute, die sich für sowas durchaus schämen. Aber nee, weil er einfach keinen Bock hat. Das ist halt immer, ne, so dann haben die Leute, bei mir ist egal, weißt du, ich sitze hier fast jeden Tag, Alter, ob ich jetzt mal einen Tag irgendwie scheiße aussehe oder nicht so frisch, das juckt mich ein Scheiß. Weißt du, ich bin zu Hause, ich chill. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwem hier gefallen muss. So, weißt du, das ist nicht der Grund, warum ich streame. So, dann dürfte ich gar nicht streamen. Dabei, da müsste ich ja immer mir die Haut erstmal pellen. GTA San Andreas Intro-Musik, hä? Zack, da habe ich ihn dran. Ja, voll. Leute, ich verdiene heute ein bisschen Geld noch. Na, 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 na. Der kann ja nix. Der kann ja nix hier, der Fisch. Na, ich glaube, der hält's nicht lange aus hier mit mir. Der hält's nicht lange aus. Das ist wieder so ein kleiner Pupsnagel, ist das. Sehe ich ja jetzt schon da unten. Na komm. Schwarzflecken Sonnenbarsch. Verkaufen. Das ist ja ein Furzfisch da. Wer will denn so einen kleinen, pupsfleckigen Fleckenbarsch? Guck mal, da geht's ja auch noch weiter hier hinten, hä? Out of the fishing zone, ey. Na, warum machen die auf E nicht einfach, okay, dass dann eine Anzeige kommt, hier nicht möglich, aussteigen nicht möglich oder so. So, dann schauen wir doch mal, ob sich hier irgendwas auftut. Na, da könnte was sein. Okay, da ist geradeaus, das müsst ihr hier... direkt am Boot sein, fast. Ja, da ist was. Ich stecke ein bisschen fest. Okay, ich stecke echt ein bisschen fest. Ah, okay. Alles wieder gut. Ich stecke fest. Ich stecke fest. Okay, alles wieder gut. habe ich noch einen Köder dran? Wo sehe ich denn das? Wo kann ich das gucken? Okay, Brot ist dran, Freunde. Schmeißen wir mal locker und lässig da vorne rein. So. Das sieht aus, als hätte ich getroffen. Vielleicht ist der Fisch schon tot. Vielleicht habe ich ihn schon totgeschlagen. Aber auch kleine Fische machen Dreck. Ja, das stimmt allerdings. Und den fressen die großen Fische und dann fange ich die großen Fische. Und die fresse ich dann. Also ich nicht, aber vielleicht jemand anderes in einem Restaurant. Es geht nicht vom Boot zu springen. Ich habe es gerade ausprobiert. Man steckt dann außen am Rand irgendwie fest. Man wird quasi festgelutscht. Saugt sich an den Grund. Na komm Leute, ein Fisch noch. Ich muss noch einen Feierabendfisch fangen. Wir müssen noch einen Feierabendfisch fangen. Und dann gehen wir alle ins Bettchen. Dann machen wir Haier. Morgen stehen wir früh auf. Ich stehe morgen früh auf. Ich weiß nicht, ob ihr ausschlafen könnt. Ah, Stefan, gleich kannst du schlafen, wenn du den Feierabendfisch gesehen hast. Zack, da habe ich einen dran. Da habe ich einen dran. Das könnte er werden. Da, 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 da. Jetzt komm schon. Jetzt komm schon. Piesel Termination. Den Flieger soll ich so nennen. Piesel Kommando.
Der Piesel Commander müsste das Flugzeug heißen. Gamer LP, ich weiß, du hast es dir heute stark gewünscht, dass wir vom Boot springen. Und ich habe gehofft, dir diesen langen Traum und Wunsch zu erfüllen, aber es geht leider einfach nicht. Was haben wir denn da? Was ist denn das da Feines? Nee, oder? Das war so ein Blaubarschbube, oder? Oh, das gibt's doch nicht. Der Feierabendfisch wollte nicht kommen. Okay, okay. Yeah, baby. Oh. Yeah. Was sagt er? Luca, donate nochmal 3 Euro. Dann brutzel dir mal den Fisch und gute Nacht. Gute Nacht, Luca. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für deine Donations. Ich werde nochmal an dich denken, wenn die Credits laufen. Okay, okay. Boah, boah, boah. Was geht hier ab? Jetzt aber, Freunde, jetzt hol ich mir... Ist noch ein Brot dran? Okay. Ich hole mir die Fische nicht. Ich fahre nochmal los. Also, Leute, ich weiß, die appellieren daran, dass die Leute, die diese Spiele spielen, intelligent sind. Aber jemand, der beim Ultimate Fishing Simulator in der UI arbeitet und im UI... Ja, der sollte sich doch bitte zu Herzen nehmen, dass es mit E, dieses Aussteigen und dann das Boot zurücksetzen, eine sehr, sehr dumme Idee ist. Also, ne, wer bei euch das User-Interface macht oder die User-Experience, der sollte vielleicht einfach nochmal sanft drüber schauen, weil es echt blöd ist. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einfach E drücke und hier stehe, weil ich denke, oh, öffnest du mal ein Menü oder so, dann habe ich Arschkatze. So, Fisch totgeworfen wieder. Guten Abend, Teletuser. Du bist ja immer noch da oder schon wieder. Ich weiß es nicht. Aber jetzt gleich gehen wir alle ins Bett. Wir warten nur auf den großen Feierabendfisch. Morgen nochmal Livestream mit Keystraw, aber Kreis. Ja, ich versuch's. Ich frag ihn mal, ob er morgen Burg hat. Warum kann ich nie am Wochenende schlafen? Ich weiß nicht, Daniel. Aber das ist also... Bei mir ist es so, dieses... ich liebe mein Kind, ich habe gerne Kinder. Beziehungsweise eins halt. Aber es ist so dieses typische... Ich weiß nicht, das sieht man manchmal in so Filmen. Man nimmt das nicht wahr, wenn man es selber nicht kennt. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich würde halt auch immer gerne schlafen. Aber es geht halt nicht, weil ich gezwungen bin, dann wach zu bleiben. Oder wach zu sein. Und im Großen und Ganzen, wenn ich nehme mir immer so viele Dinge vor. Es ist schon länger so, auch gerade so fürs Wochenende oder so, wenn es dann heißt, ja, die Kurze ist 2 Tage bei Oma und Opa oder so wie jetzt dann im Urlaub. Und meistens endet es aber dann genau darin, dass ich einfach nur da liege und schlafe. Was ist? Und, oh, und das könnte man machen, da könnte man hingehen, oh, da war ich schon lange nicht mehr, das ist toll, oh, im Kino wäre geil. Und am Ende hänge ich da und schlafe. Schon wieder tatsächlich, da ich da mein zweites Handy ausgepackt habe und jetzt heimlich. Als hätte man so eine Notfallzigarette, weißt du, wenn man so Raucher ist. Schwarzflecken Sonnenbarsch. Der wiegt doch niemals 1,2 Kilo. Guckt euch das doch bitte mal an. Das soll der. Ja gut, aber das ist jetzt toll. Das ist jetzt unser fantastischer Feierabend. Fisch. Ah, oh Mann, ey. Das war ja wohl nix. Oh, das war ja wohl nix, Leute. Naja. Jetzt haben wir dieses Spiel alle mal gesehen und können sagen, okay, ich brauche einfach dickere, weiß ich nicht, vielleicht tauchen die dann tiefer oder so, weißt du, hier. Wenn ich das Spiel irgendwann nochmal spielen sollte, vielleicht kommt es nochmal irgendwann mit, in die Umfragen und vielleicht haben die Leute dann Lust auf Angeln, aber die das hier gesehen haben, werden sagen, nein, Kreis, wir wollen lieber
dass du im Dreck wühlst. Oder wenn ich Star Wars reinschreibe, gewinnt meistens eh Star Wars. Der hat schwere Gräten, schreibt Piotr. Ja, das glaube ich allerdings. So, Freunde. Wir nehmen die sexy Musik hier. Wir nehmen die sexy Musik und laufen schon mal mit den Credits durch. Heute gibt's Fischmusik-Credits. Ich sag trotzdem schon mal vielen Dank. Wir schauen uns die neuen Credits an, die live rollen. Sollten jetzt gleich, irgendwann sollten sie kommen. Danke fürs Zuschauen, danke für euren Support, Freunde. Wir haben heute die Spender. Muni Critter ist ganz oben heute. Evan Tapestry ganz knapp dahinter. Sir Yoga, die Max, Johnny Boy, Omas Lieblingsgurke 89, Luca, Piotl, John McLean, Denki 05, Crazy Killer, 54 oder 45. Neue Abonnenten haben wir von Pitbull, Black, Johanna Rosenthaler, XX Gamer X, Dennis Vize, Diana Gallic, Angel Boy HD, Russia Xevil, Too Fast For You, Kina 82, Run and Gun, echt cool, Vettel Fan 045, Schneeherr, Taylor Hofmann, Rinaldo, Frank B. Rinaldo klingt auf Fußballspieler, Piro 265 und wir haben heute zwei VIPs wieder reingeholt, Freunde, Dirk T. und Killer Smokey. Richtig, richtig nice. Okay, das war's schon mal von der Seite, Freunde. Heute ist aber auch wieder so ein komischer Tag. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Spiel keine Musik hat und dass man deswegen so ein bisschen verballert ist, wenn wenigstens die Musik laufen würde. Naja, falls wir irgendwann nochmal fischen gehen, lasse ich mir was einfallen. Aber ich denke, beim nächsten Mal wird die Wahl dann erst wieder ausfallen. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich würde gerne Need for Speed ein bisschen weiter zocken. Ich würde aber auch gerne Battlefront wieder zocken. Aber das mache ich erstmal abhängig davon, was Keystra zocken will. Wenn Keystra morgen Bock hat auf Fortnite, dann spielen wir ein bisschen Fortnite bei Kiesen. Bei Kiesen Piesen. Und machen dann da drüben so ein bisschen Krawall, ne? Weil da kann man sich ja im Chat schmutzig benehmen. Das geht ja bei mir nicht. Was? Aber, Freunde, trotzdem vielen, vielen Dank. Notfalls schreibe ich morgen nochmal so eine coole Botschaft oder so, dass auf jeden Fall alle Bescheid wissen, wann und wo was passiert. Ich bedanke mich trotzdem nochmal für alle Donations heute Abend am wunderschönen 1.12. Und Leute, falls wir uns morgen nicht sehen, startet wunderschön in den Dezember, Leute. Ist ein sehr schöner Monat. Mir gefällt der Dezember, ist einer der schönsten Monate, auch wenn ich da uralt werde, aber trotzdem. Ich mag das. Bisschen Schnee, schöne Weihnachtsbeleuchtung überall. Ich finde das geil. Weihnachtsmärkte haben überall aufgemacht, jetzt schon bei uns auch. Ja, und da werde ich morgen vielleicht nochmal mit meiner Tochter ein bisschen drüber schlendern. Naja, lasst es ruhig angehen, lasst das Jahr ein bisschen ausklingen. Macht euch nicht zu viel Stress. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen. Ob hier oder bei Kies, werden wir dann spontan entscheiden. Oder, naja, was heißt so spontan, aber irgendwann gegen Nachmittag. Ansonsten viel Spaß noch bei allem, was ihr macht. Schönes Wochenende soweit. Und gute Nacht, schlaft schön. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Danke an die Mods. Hätte ich fast vergessen. Danke, danke. Ciao.